So, jetzt sind wir wieder hier im Mindful Briefing. Und los geht's. Los. Briefing! Bonjour Briefing! Niklas und Matteo! Jack! Da sind wir wieder! Neue Woche auf Bonjour! Geil! Hallo! Warum redet ihr alle so komisch? Hä? Ich rede ganz normal. Nein. Ich rede gar nicht. Hast du meine Gedanken gelesen? Ja. Dieses Jahr haben die auch komisch geklungen. Langsam, ja. Okay. Dieses Jahr wird alles anders. Erster Tagesordnungspunkt. Alles, Okay. Wir machen ganz normal. Okay. Was ist denn letzte Woche passiert? Ist letzte Woche was passiert? Oh ja. Was? Ich hab die Lunge durch den Brustkorb gezogen. Na gut. Kann mal passieren. Was? Nur dann so. Geh nicht lang. Guten Tag, Commander. Sind Sie bereit, die Russen zurückzujagen in die Arme Ihrer Mamis? Tja, ich hoffe es. Warst du wieder mit Metall? Ich bewege mich Metall die ganze Zeit, ja. Okay, dann bist du das doch. Alter, das bin ich, Mann! Sorry! Wenn sie nicht aufgehalten werden, liegt nichts anderes mehr zwischen diesen Kommunisten und den USA als nur noch ein kleiner Ozean. Oh Gott, soll ich wirklich fahren? Wohin denn? Oh Gott. Nein! Da ist er, Headshot. Nicht da, ich bin tot. Oh, der stirbt schon wieder. Alter. Ey, fuck you! Ey, nicht mal Tarkov! Warte, ich muss das mit Herrn noch Blatt schreiben. Ja, mach. Ich hab jetzt besser gefunden. Alter! Wenn Chat stirbt, dann wird gemurmelt mit allen Leuten, die gerade im Chat sind. Und der gewinnt, dessen Anfangsbuchstaben rasiere ich mir in den Hinterkopf. Was? Ich morgens immer noch frisch geduscht. Im Bett schwitze ich nicht. Außer, wenn ich richtig Sex habe, dann, weil ich bin voll der Ficker. Warum dachtest du denn, dass ich schwitze? Ich ficke ja immer Jens durch nachts. Feind, Klick, Schuldgebild. Weiß er davon? Jetzt, ja. Jens sagt wow. Warum hat das Jumpscares drin? Was sollen die Scheiß... Ja! Das lag am Lehrer. Wir hatten da einen Herren als Lehrer. Und der war ein richtiger Hurensohn. Sorry, dass ich das so sage. Hallo! Hallo! Und dann haben wir uns warum mit was? Gefahren, dann haben wir in die reingepinkelt. Und dann haben wir alle mit Pisse vollgespritzt. Was? Weiß. Ey, ich kann Hamburg nicht spielen. Wir müssen Famous Places spielen. Ich habe keinen Plan, wo das sein soll. Nee, warte mal! Ich wohne da! Wir nehmen Anlauf und versuchen den Bus von hinten. Schon nie gespielt. Ich war doch drauf! Ja! Yeah. Und weißt du, was ein Fehler wäre? Ja! Genau da. Okay. Vor dir! An den Barrel vor dir! Du siehst den Kopf! Alter, Beine! Voll Rambo! Ja, aber Dino, das ist nur bei ihm nur fürs Aussehen, der kann nix. Der trainiert, dass er gut aussieht. Der okay. Hat auch noch nie auf Kamera eine Liegestütze oder so gemacht. Ist bei ihm alles nur Luft. Oh oh. Oh oh. Stinky. Poop. Was? Poopies. Poopies. La 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 la. Funny poop. Poop funny. Ne poop poop. Was? Was? Ich hätte gerne wieder lange Haare jetzt, Alter. Guck mal, jetzt voll an. Go to hell! You go to hell! Everybody! Hell!
Es gab Tüten! Yeah! Oh nein. What? Alter! Easy! Alter! Was soll das denn für eine so gestörte Scheiße? What the fuck? Lol, Andi, ey. Wow. Ach ja. Oh Gott, ey, fuck my life. Okay. Ja, F, Andi, F, ey. War eine interessante Woche. Ja. Alter, das ist richtig gestörte Scheiße, Mann. Krass. Oh. Ja. Das war richtig nass. Ist mir wirklich so? Nein, das kommt durch den Schnitt. Das okay. Im Schnitt sieht alles aufregender aus. Das ist okay. Out of context, Leute. Das ja. Ist nicht so. Aber mega nice geschnitten. Ja. Danke, Anni. Danke. Ja. Boah. Das hat uns alle ein Stück weit glücklicher gemacht. Ey. Oh Mann. Ja. Außer den Lehrer. Ja, der ist natürlich kein Hurensohn. Ja. Also weiß ich nicht. Keine Ahnung. Kann sein, dass einer ist, aber. Okay, gucken so. Wir in den Schnelldurchlauf. Ja, mal reinklotzen. Oh, ich habe jetzt die volle Macht über Moonboard-Befehle. Deswegen mache ich jetzt immer neue Moonboard-Befehle. Merkt man gar nicht. Außerdem. Warum hast du das gemacht, Maurice? Ey, das ist aber voll sinnvoll. Ich habe voll viele sinnvolle, nämlich. Zum Beispiel? Ja, zum Beispiel Ausrufezeichen EFT. Weil alle haben gefragt, was ist mit Tarkov? Was mit Tarkov? Habe ich es beantwortet. Und 5 Sekunden später, was ist mit Tarkov? Und dann habe ich einen Befehl gemacht. Und dann konnten die dann immer, konnte ich sagen, ja, gib den Befehl ein. Ist doch viel smarter, oder nicht? Das stimmt, ja, das stimmt. Oder Fight Night, um das Preisgeld zu sehen. Ja, mhm. Ja. Oder Next Match. Ja. Für Donald oder Sullivan. Hand. Wenn, ja. Wenn Hand gibt. Ja. 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 Ich habe nur sinnvolle gemacht, finde ich jetzt. Ja, ja. Hat also. Auch keiner was gegen gesagt. Ausrufezeichen NAC, auf jeden Fall. Ist auch wichtig, dass das noch aktiv ist. Ja, das habe ich halt verdaddelt, das mit einem Datum zu versehen. Ne? Aber das war zu dem Zeitpunkt sinnvoll, weil es lief halt das NAC-Finale und ich habe Age of Empires gespielt. Und alle 3 Sekunden hat jemand gefragt, warum guckst du denn nicht den NAC? Und dann habe ich halt einen Befehl gebaut und das war sinnvoll. So, hier war Montag, das war noch der Tag vor. Ich habe dasselbe Hemd an wie heute, eine Woche später. Das war der Tag vor dem Match gegen Hand of Blood. Und hier habe ich noch alle Matches, glaube ich, verloren und war richtig unmotiviert. So, war das überhaupt letzte Woche? Ja. Ja. Wir haben aber auch mit dem Crowdfunding angefangen vor einer Woche. Ja. Da kommen wir dann gleich zu. Genau, das war da. So, dann Briefing. Dann haben wir zum ersten Mal auch Tarkov gespielt, ne? War das der Montag? War das zum ersten Mal da? Oder war das? Ich glaube schon. Oder war es Sonntag? Ich glaube, das war der erste. Also, Double Session Tarkov, so richtig, also komplett abgenoobt. Das war aber nice. War nice. War krass. Ja, war geil. So, dann hat Matteo übernommen. Das haben wir gerade gesehen. Ja, die krasseste Brücke der Welt gebaut. Also mit Double Frontflip, alles zerbrochen und gewonnen. Und mit Zeppelin. Nice. Nee, Heißluftballons. Ja. Geil, Alter. Ja, richtig geil. Richtig meinst du, bist du eigentlich schon, gibt es noch viele Kurse bei Polybridge? Ich bin nicht mal bei der Hälfte. Was? Wie weit bin ich, Maurice? Bei einem Drittel, ne? Ein Drittel hast du jetzt. Ein Drittel? Was? Und die sind so fucking krass. Schwer, du hast Maps. Jetzt das Tutorial abgeschlossen, ja. Eigentlich. Also das ist absolut krank, was man da bauen muss. Guck mal da, hier. Ja, das habe ich gesehen, die Runde. Das ist, also es wird immer kleinteiliger, immer komplizierter. Ich weiß nicht, wie lange es noch geht. So, dann ist ja jetzt Leon immer um Mitternacht genau, da. Genau, das war die erste Nachtschicht, die begonnen hat. Und da habe ich Matteo Reisnuggets probieren lassen. Aber ich habe ihm die Augen verbunden. Ja. Und er sollte erraten, ob es ein echter oder kein echter Nugget ist. Und wie hat er sich konnte er? Ja, ja. Rausgefunden. Hat er solide 100%. War das so wie Sägemehl oder. Nee, waren geil. Also voll geil. Es hat echt geil geschmeckt. Ja, ich habe mir die auch geholt. Die schmecken nicht, meiner Meinung nach schmecken sie nicht ganz wie Hähnchen, aber sie schmecken gut. Ja, genau. Und das ist schon ein Win. Genau, das ist eine gute Umschreibung. Schmeckt halt gut. So, Leon, was hast du in deiner ersten Late Night Corner gemacht? Gemurmelt, was sonst? Aber nicht die ganze Zeit. Nee, ich habe zum Start gemurmelt. Ich habe Leuten die Zukunft vorausgesagt. Warte mal. Tod, Liebe, Zwillinge, Inkontinenz, Gesundheit, Glatze, gleiche Socken, schlechtes Internet, schicken Dinner, erholsamer Schlaf. Was? Ja, das sind die Zukunft, Herpes. Die man haben konnte. Okay. Dann gab es nur die Auswahlmöglichkeiten, oder was? Genau. Also ich habe immer... Es konnten sich Leute für 50.000 Kanalpunkte eine Murmel kaufen. Also ihre Zukunft. Das konnten 5 Leute machen.
Und Turi zum Beispiel hat als Zukunft schlechtes Internet und keine Arbeit. Ah, passt. Wer ist gestorben? Mehrere fast. Mehrere fast. Nee, eine Person, ich glaube, die erste Person ist gestorben. Ja. Die wird sterben. Das habe ich nämlich gesehen. Also ja. Tot. Oh. Ja. Schade. Was ist das denn? Das ist Undermine. Da habe ich das habe ich als neues Spiel für mich entdeckt, für so zum Ausklingen. Und das Prinzip ist, das eine Mischung aus Isaac und ganz vielen anderen Spielen, so Enter the Gungeon etc. Mm. Und im Prinzip, du gehst immer in die Mine runter und wenn du stirbst, verlierst du die Hälfte von deinem Gold und alles, was du hast und gehst dann wieder in die Mine runter. Und das machst du so lange, bis du irgendwann die Bosse besiegst und gutes Equipment hast. Das ist ein bisschen auch wie Moonlighter dann, ne? Genau. Und da haben wir, glaube ich, da sind wir zum ersten Boss gekommen und sind so hart verreckt. Aber es ist ein geiles Spiel. Habe ich über die gesamte Woche gespielt. Nice. Dann war Dienstag. Dienstag war der Tag und ich habe gegen Hand of Blood gespielt. Dazu zu sagen, ich habe mich dazu überreden lassen, nur ein Best of One zu machen. Eigentlich wollte ich ein neues Best of Three spielen, aber ist egal, ist völlig egal. Ich will mir jetzt auch keine Ausreden suchen und alles. Und ich war auch richtig arrogant und habe völlig zu Recht, habe ich das Best of One dann verloren. Völlig zu Recht, muss man sagen. Ich war aber sehr niedergeschlagen danach, muss ich gestehen. Ja, es war mir doch wichtiger, als ich dachte. Und dann, aber richtig geil, haben wir noch zusammen 2v2 gespielt, der Henno und ich. Und das hat richtig Laune gemacht. Machen wir morgen übrigens wieder. Ihr habt doch ziemlich geruled, habe ich gesehen. Ja, aber wir haben ja neues MMR dann auch angefangen. Ah, okay. Und deswegen hatten wir jetzt auch, außer einmal, da hatten wir Rang 17, der Ladder. Was? Ja, weil nach 4 Minuten in der Queue wird der MMR-Pool aufgebrochen und du kannst auf einmal gegen richtig schlechte und richtig gute spielen. Das heißt, okay, man muss vor 4 Minuten eigentlich aufhören zu suchen und wieder neu anfangen. Aber das haben wir das da nicht gemacht. Viper einfach. Und dann hatten wir auf einmal Rang 17 in der 2v2-Ladder. Wie asozial muss das sein für Noobs, die das nicht wissen? Mhm. Die warten dann so, oh, ich habe ein Spiel. Und dann spiele ich halt gegen so. Die genau, das war das Match hier. Und da haben wir dann auch komplett kassiert, aber konnten dann auch ein bisschen was lernen, natürlich, von deren Replay. Genau, ja, wir haben richtig lange 2v2 gespielt, tatsächlich. Und es hat ultimativ Laune gemacht. Und wir haben auch direkt danach gesprochen, wann das nächste Mal, wann können wir das nächste Mal. Aber jetzt, morgen klappt es dann, wirklich. Morgen werden wir wieder zocken. Das macht mega Bock. Und das Ziel ist ja dann, dass wir im 2v2 dann auch anfangen, andere Teams zu fordern. Und ich werde natürlich auch morgen besprechen, also ich werde morgen auch das nächste 1v1 fordern, ne? Das werde ich jetzt fordern direkt. Ich will das jetzt direkt bei Spiel morgen in Donny. Aber dann musst du dir einen neuen Einsatz überlegen. Ja, was ist ein guter Einsatz? Weiß ich nicht. Ich habe mein T-Shirt jetzt noch nicht. Das ist gerade übrigens auf dem Weg von Hand of Blood. Ja, ja, genau. Max hat mir am Wochenende ein T-Shirt gesandt. Hat er schon eine Sneak Preview dir geschickt? Nee, aber er hat mir immer geschrieben, ey, ich habe eine richtig gute Idee. Einzige, was ich weiß, er will irgendwas draufschreiben, was mich auch abfuckt. Keine Ahnung. Ja, ich bin sehr gespannt. Wir müssen noch irgendein Spiel den herausfordern, dass er verliert. Das kann nicht sein. Ey, Polybridge. Das Ding ist, er nimmt nur Matches an, wo er weiß, dass er eine Chance hat. Genau, deswegen. Glaube ich. Ja, glaube ich auch. Glaube ich. Ist so. Generell smart, so eine Herangehensweise. Ja. Nee. Doch. Es ist Matches anzunehmen, wo man eine Chance hat. Er hat nicht eine Chance, sondern er weiß, denkt, dass er auf jeden Fall gewinnt. Ja, nicht unbedingt. Also gegen mich hat er nicht gedacht, dass er gewinnt. Aber er hat sich sehr gut vorbereitet auf diese eine Map, das muss man halt sagen. Und ich wurde, egal, ich habe verloren. Und das Gute ist ja, durch meine Niederlage habe ich jetzt wieder Motivation. Und ich habe seitdem nicht ein Match Age of Empires verloren. Nicht eins? Nicht eins. Erstmal heute war ich am Gewinnen und dann ist das Spiel abgestürzt. Das seht ihr also nicht. Okay. Aber also rein also technisch. Wie bei My Summer Car. Nee, das spielt wirklich ab. Also bei My Summer Car auch eben. Ne? Aber heute habe ich ein Spiel, also ich war am Gewinnen. Und dann ist abgestürzt. Das ist rein technische Niederlage. Ich möchte jetzt im Chat einmal eine Umfrage haben. Aber kannst du nicht reconnecten? Wer gewinnt morgen das Match? Okay. Niklas 1, Donny 2. Ich will wissen, wie der Chat entscheidet. Wer gewinnt morgen das Match? Spielst du auch privat oder spielst du nur on Stream? Ich spiele nur on Stream. Okay. Aber ich ruhle gerade. Ich habe 200 MMR. Ja, aber mehr. Vorsicht, nicht wieder in die Falle geraten. Ja. Ich darf jetzt nicht wieder arrogant werden, weil dann verliere ich. Alter, guck mal, wie ausgeglichen das ist. Das ist 50%. Fast 50-50, genau. Boah, wird so knapp, ja krass. So, dann Dienstag hat Matteo dann übernommen abends und
hat Streams geguckt und... Poco oder Block haben wir gemacht. Wir haben uns neue Spiele angesehen. Was ist denn das überhaupt? Deadly Sketch. Ach, das war ein Spiel, was ich dir vorschlagen wollte. Mit den Krabbenfischern? Genau, aber ich weiß nicht, ob, also das kannst du zocken, ich zock das nicht. Sicher? Ja, 100%. Okay, 100%. Dann werde ich mir das vielleicht sogar irgendwann mal angucken, wenn ich... Aber ich habe so viel, wo ich gerade gehypt bin. Gerade. Genau, und dann haben wir spontan RimWorld weitergespielt. Ich weiß nicht, was passiert. Niemand gestorben, glaube ich. Doch, Mutter! Nee, weiß nicht. Irgendjemand ist... Elefanten sind gestorben. Oh. Und dann... Oh. Ach, das war der Tag. Das war der Tag. Das war der Tag, wo Leon Nachtschicht hatte und... ich habe verschlafen. Und er kam einfach nicht. Und ich so, hä, was ist denn jetzt los? Du hast verschlafen? Ja, das ist eine etwas längere Geschichte. Ja. Dann habe ich ihn angerufen. Erzähl mal bitte die Geschichte. Also, ich habe mich um 18 Uhr hingelegt, so als ihr mit euren 2v2s so angefangen habt. Und dann habe ich mir gesagt, okay, schlafe jetzt so eine Stunde und habe dann irgendwie bis 24 Uhr durchgeschlafen. Ja, und dann ich war im Studio und dachte irgendwie müsste Leon noch langsamer kommen. Ich habe schon jetzt schon überzogen. Ja, die Geschichte war überhaupt nicht lang. Nee, war es noch nicht. Nee, die war nicht lang. Und dann aber ich bin halt auf jeden Fall dann richtig panisch aufgewacht und so auf mein Handy geguckt, ging nicht an. Dann bin ich zum Rechner gegangen, habe den angemacht und so gesehen, fuck, 0.15 Uhr. Dann habe ich mich aufs Fahrrad geschwungen. War dein Handy leer dann, oder was? Das ist, ich habe einen Stream nebenbei angehabt, dadurch ist es leer gegangen. Ah, perfekt. Und dann konnte ich hatte drei Anrufe von Matteo, einen von Maurice. Ah, wir haben alle versucht, ihn zu erreichen und ich so, was ist denn jetzt? Und dann dachte ich, ja gut, also keine Ahnung, ich habe so 20 Minuten gestreamt, dann dachte ich so, ja okay, da spiele ich jetzt noch Getting Over It, aber irgendwann dachte ich so, ja, keine Ahnung, kommt halt nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann raiden wir halt jemanden und original eine Minute, nachdem wir geradet haben, kommt Leon durch die Tür und sagt, oh, sorry. Wir verschlafen. Ja, das war das Adventure von Turi, was sie gemacht hat. Shave oder Save? Ja, Turi hat ein Spiel gemacht für uns. Ach so, das hat sie für euch gemacht. Ja. Und verliert ihr immer? Nein, immer. Wir haben alles geschäft. Ja. Ich glaube, dann. Games geguckt. Genau, habe ich eine Liste erstellt und habe dann, glaube ich, mit der Community. Ich wollte PUBG ursprünglich spielen. Hast du dann aber dich doch für Murmeln entschieden? Nee, ich wollte die Leute auswählen, die mit mir PUBG spielen. Ah, okay. Die wollten aber alle irgendwie weiter murmeln. Und ich komisch. Und genau in dem Moment, als wir jemanden hatten, der mit mir spielen konnte, sind die Server offline gegangen. Ja, aber Dienstag sind wir Serverwartung. Ja. Ah, stimmt, Dienstag, ja. Und dann habt ihr doch weiter gemurmelt? Oder? Dann haben wir Recycle gespielt. Oh, Recycle. Ja, habe ich geil. Ich habe zwei Runden mit der Community gespielt. Ja. Und danach haben wir, glaube ich, dann einfach zum Ausklingen Undermine. Hast du denn auch einen Vierer-Squad gemacht? Ja, ich hatte einen Vierer-Squad. Um 2 Uhr nachts. Ein bisschen crazy, was da abgeht in der LNC. Geil. Und dann gab es auch mal Undermine. Genau, das sieht voll nice aus. Das ist richtig nice. Ich habe es einmal geschafft, einen kompletten Run durchzumachen. Und danach geht es ins New Game. Das heißt, es wird immer härter. Geil. Gibt es da richtig gute Bossfights auch? Ja, es gibt insgesamt 4 Bosse. So. Dann Mittwoch. Was war Mittwoch los? Okay. Der Tag nach der Niederlage. Ich habe direkt mich ins Training gestürzt. Und wie gesagt, ich habe nicht eine Map verloren seit... Stimmt gar nicht, oder? Doch, stimmt. Ich glaube, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Habe ich am Mittwoch... Also ich habe dann die Tage danach nicht mehr verloren. Ich weiß nicht, ob ich am Mittwoch eine verloren habe. Die Map habe ich gewonnen. Die Map habe ich gewonnen. Die Map habe ich... Alter, das war das sickeste Match. Der hat mich gecastle-rushed und ich habe trotzdem gewonnen. Das Krasse bei Age of Empires ist, wie lange so ein Spiel auch geht und wie schnell es für einen selber rumgeht. Ja, so, ja. Hup, oh, 50 Minuten weg. Das ist halt so krass. Aber die Ingame-Uhr, die ist nicht real-time, Die ist nicht real-time? Ja. Ach so. Also die ist ein bisschen schneller. Ein bisschen schneller als bei StarCraft früher. Ja. War es trotzdem immer lange so ein Match. So, dann die zweite Session Tarkov. Wir waren noch immer Noobs, also wir werden immer Noobs bleiben natürlich. Ich glaube, in dem Spiel ist man nach einem Jahr noch Noob. Aber wir hatten voll Bock, weiterzumachen und auch mal wieder was zu zweit zu machen und haben das dann gemacht direkt. Waren aber nicht wirklich erfolgreich, muss man sagen. Doch. Das wir haben ein paar Skaff-Runden nach Hause. Das war der Raid mit der Sniper-Runde, wo wir alles rausgeholt haben. Ah ja, stimmt. Der war voll gut. Wir haben mehrere Spieler-Kills gemacht. Ja, genau. Und da haben wir alles rausgeholt an Loot. Das war richtig gut. Ja, du hast recht. Wir waren gar nicht schlecht an dem Tag. Ja. Also für Tarkov-Verhältnisse war das, glaube ich, sogar richtig gut. Voll die Noobs und trotzdem Loot rausgeholt. So, und dann haben wir gesagt eigentlich, dass wir dann am Sonntag weitermachen. Genau. Aber da kommen wir dann gleich nochmal zu, warum wir nicht weitergemacht haben. Genau. Erstmal kam dann Matteo.
Ja, ich habe dann Geogesser gespielt, habe ich gemerkt, dass ich da wohne ungefähr. Weil wir haben Hamburg gespielt und ich dachte, du wohnst halt überhaupt nicht. Aber Hamburg sieht in so vielen Ecken gleich aus, da ich keinen Plan habe. Nee, das Problem ist nur, dass du halt, du kennst das Studio und dein Zuhause. Ja. Und die Strecke, die Fahrradstrecke dazwischen. Genau. Und Bahnhof war ich auch schon mal. Und das war's. Ja, naja. Und da haben wir ein bisschen gespielt. Aber der krasseste Guess war, glaube ich, 4,09 Meter daneben. Einmal haben wir richtig krass gegessen. Krass. Ja. Ahnung, Tunnel. Und, da kam Leon schon. Und da wir haben nämlich trainiert, denn morgen ist das Showmatch gegen Trilux. Und da haben wir nachts zweimal gegen die Community COD trainiert. Und overall haben wir gewonnen, glaube ich, gegen die Community. 5-3 haben wir insgesamt gespielt. 5-3 insgesamt, ja. Ja, wir fühlen uns relativ fit. Wir wissen leider nicht, wer der Teammate von Trilux ist, deswegen können wir es nicht einschätzen. Aber mal gucken. Genau, Da habe ich eine Runde PUBG gespielt mit Turi. Da war ich dabei, oder nicht? Nee, mit zwei Leuten aus der Community. Ach, stimmt, das war so am Tag davor. Da ist so der Clip aus dem Weekly entstanden, wo wir komplett aus dem Auto geschossen wurden. Hey, spielst du mit meinem Account? Ich war mit zwei Bonjour-Account. Da heißt du so. Ja, kannst du also PUBG mit deinem spielen, oder? Ja, aber dann muss ich mich wieder ausloggen und umloggen und so weiter. Du machst Niklas seine KD kaputt. Ja. Aber genau. Der Bonjour-Account ist doch auch freigeschaltet für die ganzen Custom-Dinger, oder? Oder hast du jetzt Das ist meiner, glaube ich, oder so. Ja, mittlerweile kann das auch jeder. Aber warte mal, ich heiße nur Bonjour auch noch auf meinem Account, oder? Nee, das ist der Bonjour-Account. Du kannst dich in PUBG anders nennen als der Steam-Account. Ja, okay. Habe ich mit dem Bonjour-Account immer gespielt. Ja. Genau, und dann ging es weiter mit Undermine. So mein FTL, mal so ein bisschen zum Ausklingen. Ist ganz geil. Da haben wir, glaube ich, den ersten Boss besiegt. Donnerstag gab es dann Hunt, aber nicht alleine, sondern ich hatte dieses Mal einen Coach dabei, nämlich Fabian Siegesmund, wer den kennt. Der ist nice. Ehemaliger GameStar-Redakteur, Schauspieler auch unter anderem. Schauspieler, ja. Drehbuchautor. Ja. YouTuber. Journalist. Fitnessmodel, ja. Eigentlich alles. Der hat sogar eine eigene Wikipedia. Und Zeuge, wusstet ihr das? Zeuge? Ja, weil in seinem Wikipedia-Artikel steht, dass er bei Richter Alexander Holt mitgespielt hat. Was? Krass, der ist ja berühmt. Und Cosplayer dann hat auch. Der hat mal Dings gecosplayt, der Typ, der so weiß angemalt ist. Ja, genau, Kratos. Und dann ist er noch richtig krass in Hand. Also wirklich richtig krass. Der ist echt gut. Er hat mich komplett durchgecarried. Ich habe auch viel gelernt über das Spiel, aber man muss auch sagen, er hat mich echt hart durchgecarried. Ne? Ich habe auch ein paar getötet. Aber meistens wurde ich getötet. Und dann hat Fabian mich gerettet. Ja, so lief's. Der war aber auch echt krass. War aber mega nice Session. Ach stimmt, und dann haben wir direkt nochmal Tarkov gespielt. Genau. Spontan war es, oder? Das war spontan. Da meintest du, Mathieu, willst du nicht ein bisschen früher kommen? Und dann meinte ich, ja, okay. Dann, ja, toll, lass mal eine Runde. Ach, komm, noch eine. Und dann, haben wir dann gesagt, wir können jetzt auch Solo spielen. Ja, da haben wir halt festgestellt, wenn wir so weitermachen, man kann Tarkov nicht spielen, wenn man alle paar Tage irgendwie mal 2 Stunden zockt. Das geht nicht. Dafür ist das zu hardcore. Und ich habe dann auch so festgespielt nach der Session, ich habe mich wieder so ein absoluter Noob gefühlt und wüsste, ich müsste mir jetzt viel mehr Zeit nehmen, um da reinzukommen, weil sonst bringt mir das dann keinen Spaß irgendwann mehr, wenn ich merke, dass ich jetzt Noob bleibe, weil ich nicht genügend Zeit da reinstecken kann. Ja. Und dann habe ich zu Matteo gesagt, Matteo, es ist erlaubt, auch alleine zu spielen. Mhm. Aber trotzdem, Sonntag lass wieder zusammen spielen. So, das haben wir dann da erstmal gesagt. Dann haben wir aber noch weiter darüber geredet. Und ich habe dann gemerkt, also wir reden jetzt einmal über das Thema, weil das haben wir ja schon ein paar Mal gemacht, aber jetzt nochmal im Briefing hier offiziell, habe ich dann gemerkt, ich kann absolut selbst kein Tarkov gerade spielen bei allem anderen, was ich habe. Ja. Das macht keinen Sinn. Ich kriege das da nicht untergebracht, weil ich will Age of Empires spielen, ich will Hunt spielen, ich will die Fight Night machen, ich will das machen. Dann kommt Warcraft 3 Reforged raus am 29. Und dann habe ich halt so gemerkt, dass ich
wenn du das eben, ich habe schon gemerkt, du bist dann noch deutlich mehr gehypt auf Tarkov als ich. Und dann habe ich halt gesagt, ey, ich halte mich da erstmal komplett raus jetzt aus Tarkov. Du kannst damit machen, was du willst, oder ihr könnt damit machen, was ihr wollt mit dem Spiel. Und vielleicht klinke ich mich irgendwann mal wieder ein, oder wenn halt der Revamp ist, also wenn die Items gelöscht werden, vielleicht dann nochmal wieder ein paar Sessions. Aber ich werde mich da erstmal raushalten jetzt. Das ist so der Status bei Tarkov gerade. Genau. Aber wir haben halt festgestellt, durch diese Sessions, dass es halt voll nice ist, mal wieder auch was zu zweit zu machen. Also Matteo und ich, das hatten wir echt lange nicht mehr, dieses Duo. Und das kam halt auch bei euch richtig gut an. Und deswegen haben wir überlegt, das auch mal wieder öfter zu machen bei neuen Spielen. Genau. Ja, das ist so der Status. Genau, so, aber an dem Tag haben wir noch ein bisschen Tag auf gezockt. Und Matteo hat dann, sogar noch alleine weitergespielt. Genau, direkt. Ich hatte noch zwei Scuff Runs gemacht und habe beide überlebt und habe sogar in dem einen Run zwei Spieler und einen Scuff gekillt und habe da echt guten Loot rausgezogen. Ja, und dann wurde direkt weitergeshootet mit Leon, aber dann ein anderes Game wieder. Genau, dann haben wir uns wieder trainiert für Trilux, genau. Ja, aber diesmal nur eine Stunde statt zwei. Ja. Weil wir haben danach nämlich mit Andy und Turi. Was? PUBG gespielt. Stimmt. Oh, da beneide ich euch ein bisschen drum. Und wir haben direkt Infinity ausgerufen und haben bis 5 Uhr gespielt. Ja. Und Matteo ist geblieben, oder was? Ich bin geblieben bis 5, ja. Ne, bis 4, glaube ich. Und bis 4, ja. Dann ist er gegangen. War Infinity Chicken Dinner? Ja, ja, wir haben gesagt, Chicken Dinner oder bis 4. Ja. Ich ging dann bis 4. War ein guter Tag. Okay. Aber danach haben wir auch alle wieder gesättigt vor dem Spiel. Ja, ich habe direkt danach gesagt, ey, irgendwie PUBG, nee, ich brauche das nicht mehr. Das ist so krass, wie schnell man dann wieder geheilt ist von dieser PUBG-Krankheit. Das ist krass. Du bist dann noch weitergeblieben, oder? Ich habe da noch einen Run, vielleicht auch zwei Undermine gemacht für den Chat. Okay, da war das 4 Uhr morgens, oder was? Da war dann, glaube ich, so 5. Nee, um 4 bin ich gegangen. Genau, um 4 ist er erst angefangen. Wie viele Leute waren um 5 Uhr morgens noch da? Das 780, glaube ich. Krass. Hä? Ja, das ist komplett krank. Und die schreiben sogar noch aktiv im Chat. Was ist denn los mit unseren Leuten, ey? So, Freitag hat Maurice weitergemacht. Was ging da dann ab, Maurice? Das ist korrekt. Ich bin ein bisschen früher hier gewesen und habe Jens gesagt, ey, ich habe Bock früher zu streamen. Und dann hat Jens gesagt, ja, ich bin so um 3 da. Er kam ein bisschen später, aber dann ist er dann da gewesen. Haben wir uns noch ein bisschen unterhalten über Zeitreisen und so ein Gedöns. Und dann haben wir Command & Conquer gespielt. Und das war ein bisschen frustrierend, weil wir sind, glaube ich, in der letzten Mission der Sowjetkampagne und die ist immer abgestürzt. Ist das der aktuelle Teil? Von Alarmstufe Rot ist es der aktuellste, ja. Und wir glauben, das liegt daran, weil das sind keine offiziellen EA-Server mehr. EA supportet das Spiel gar nicht mehr, sondern es sind private und wahrscheinlich spielen zu viele gerade die Sowjetkampagne. Und deswegen können wir die gerade nicht beenden. Deswegen haben wir dann irgendwann mit der Alliierten-Kampagne weitergemacht und die Freiheit in die Welt gebracht. Ja, konntet ihr das zu zweit spielen? Ja, das Spiel ist so gemacht, dass man die Kampagne alleine oder zu zweit spielen kann. Und dann das ist voll nice. Ja, das ist mega nice. Entweder hat man einfach zwei Basen oder manchmal ist es auch so, dass man wirklich eigene... Was ist denn das für eine Mission hier? Das ist... Na, hm? Ja. Also das ist schon die Katzen sind interessant in dem Spiel. Ja. Aha. Aber wir haben manchmal auch völlig andere Sachen zu tun. Zum Beispiel in dieser Mission hatte ich Spione und Tanja, also ich musste so im Verborgenen und hinter den Linien agieren. Und Jens hatte eine richtige Base und musste uns verteidigen in der Zeit. Also schon richtig nice gemacht. Geil. Das ist ganz geil eigentlich. Ja. Da habe ich gar nichts drüber gehört. Ah ja, und dann ist Jens weg, weil er hatte noch einen Termin. Und dann... Im Namen von Kane lebt im Tode! Im Namen von Kane lebt im Tode! Im Namen von Kane lebt! Was? Was? Spoiler! Wie in jedem Command & Conquer Teil lebt Kane wieder. Und ja, dann habe ich versucht, den Terrorismus von Kane zu besiegen. Und ja, das war eigentlich auch ganz nice. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich werde das, glaube ich, weiterspielen. Da gibt es ja auch 3 Kampagnen. GDI, Not und die Skrin. Und ja, mal gucken. Nice. So, dann kam ich und wir haben ein neues Murmelspiel ausprobiert, nämlich Stream Racers. Da habe ich uns für die Beta angemeldet gehabt. Und das ist quasi das gleiche wie Murmeln, nur dass es 70 Autos gibt anstatt Murmeln, die auf einer Strecke fahren. Man kann sich boosten. Und hat das jetzt auch geklappt? Es hat geklappt tatsächlich. Ja.
Und währenddessen ist irgendwie plötzlich random diese Hype-Train gestartet worden und Leute haben mir wild Bits und Subs reingeworfen. Mhm. Und da habe ich gesagt, okay Leute, ich mache ein Definity. Okay, und was war dann? An dem Tag kam die neue Season für League of Legends raus und ich habe gesagt, ich mache meine kompletten Placement-Matches, das sind 10 Stück. Und? Ja, ich habe alle geschafft, es war dann aber 6 Uhr morgens. Ja, dann hast du doch wieder gemurmelt. Hast du doch wieder gemurmelt. Achso, ja, der Chat hat mich breitgeschlagen, nochmal ein, zwei Runden zu murmeln. Und dann gab's was ist bei rausgekommen? Bei Murmeln? Nee, bei Placement. Ich habe 6-4 insgesamt gespielt. Und was für ein Placement dann gewonnen? Das war Gold. Also ein richtiger Pleb. Mhm. Naja, Gold ist schon gar nicht so schlecht. Ist schon ziemlich schlecht. Ja. Wie viele Leute waren um 6 Uhr morgens noch da? Ich glaube auch so 700. Was? Nee, warte, das war Freitag, ne? Freitag auf Samstag. Mhm. Ich glaube, da waren es sogar noch 900. Was? Ja. Hä? Leute. Ich weiß nicht, was los ist. Leute hören nicht auf, zuzugucken irgendwie. Und dann noch Undermine? Achso, ja, stimmt. Dann gab es noch einen Run. Das war wirklich nur ein Run. Das war der Run, wo ich komplett das Spiel durchgespielt habe einmal. Also hä, und Samstag war Maurice schon wieder da? Ja. Na, normal. Da hieß es dann wieder... Porträt eines Mannes mit Schlafdefizit. Und wir haben Blade Runner beendet. Und da, ich muss sagen... Das war richtig krass, weil am Ende gab es Entscheidungen zu treffen, moralische Entscheidungen. Und ich war mir nicht sicher, was das Richtige ist. Wen soll ich töten und wen nicht? Und ich habe so mit mir selbst gehadert, dass ich... Also ich wusste wirklich teilweise nicht mehr, was ich tun soll. Und das Krasse war, ich bin ja im Prinzip Polizeibeamter und soll einen Mordfall aufklären. Und je mehr ich mich da reingesteigert habe, desto mehr habe ich verstanden, warum der Killer überhaupt Morde begangen hat und fing an nachzuvollziehen, warum er das tut und hab dann auch langsam gemerkt, eigentlich ist er gar nicht so schuldig, sondern er versucht ja nur seine Ideale zu verteidigen und seine Ziele zu erreichen und das ist eigentlich alles recht nobel. Und du musst jetzt Sorgen machen, Maurice. Ja. Am Ende bin ich selbst zum Psychopathen geworden und habe irgendwie 3 Morde begangen oder so. Aber ja. So schnell kann die Stimmung kippen. Ach, krass, wie lange geht denn das? Na, schon einiges. Wie lange war es denn da? Boah, so 6 Stunden. Ja, Sonntag habe ich eigentlich keinen planmäßigen Stream gehabt, aber ich war dann einfach um 12 Uhr da. Dann haben wir kurz meine CT-Bilder vorbereitet. Außerdem haben wir meine Abi-Zeugnisse vorbereitet für später. Und da habe ich gesagt, ey, ich bin hier jetzt einfach, eigentlich bin ich hier nicht. Ich fahre jetzt erstmal eine Runde WoW, so 4 Stunden. Haben wir denn gemacht? So, dann gab es einen Obstsalat und dann aber Age of Empires Training. Und ich habe nicht ein Match wieder einmal verloren. Alle Matches gewonnen, ungeschlagen seit der Blamage gegen Hand of Blood. Mein MMR steigt und steigt und ich raff's nicht. Das hat einfach sowas gelöst, auf einmal weiß, ist irgendwie, bin ich mega motiviert. Und wenn ich motiviert bin, dann hat keiner eine Chance, Leute. Niemand. Auch nicht Donny. Okay. Oh, okay. Doch, Donny hat eine Chance. Hat wahrscheinlich jeder eine Chance. Aber ich habe trotzdem einfach gewonnen die ganze Zeit. Das war recht angenehm. So, dann haben wir uns meine Abi-Zeugnisse angesehen. Zusammen mit Matteo habe ich mir die angeguckt. Du hast eine 5 in Klima. Ja, Erdkunde, Klima hatte ich eine 5. Oh, er hat damals den Klimawandel prognostiziert, aber wir haben nicht geglaubt. Leute, das Klima geht kaputt, es wird immer heißer. Nein, Niklas. 5. Das ist hier. So, haben wir gerade gesehen, Matteo hatte meine CT-Bilder und hat die. Matteo, was ist jetzt eigentlich mein Befund? Wir müssen heute operieren. Nach dem Briefing kommt der Arm ab. Nein, keine Ahnung. Wir haben da so Sachen gesehen. Da habe ich versucht zu googeln, aber kam auch nichts bei rum. Und ich dachte, du kannst das. Nein, ich habe nur die Bilder gemacht im Krankenhaus. Befundet hat immer der Radiologe. Aber vielleicht ist da. Hast du nicht zugehört? Vielleicht. Hast das Radio ausgemacht? Nein, wenn der Radiologe befundet, dann mache ich schon den nächsten Patienten. Da konnte man nicht einfach rumstehen und sich Sachen anhören. Und dann habe ich selber operiert, weil ich dachte, hey. Ich muss mein Knowledge, was ich jetzt aufgebaut habe, anwenden. Und dann habe ich angefangen zu operieren. Und Leute, wenn Matteo mit dem Hammer auf dich zukommt, wie klasse, lauf. Ja, also ohne Scheiß. An mir ist so ein Top-Chirurg flöten gegangen. Ist richtig krass. Ja, und dann habe ich RimWorld gespielt. Und ich weiß nicht. Niemand gestorben, glaube ich. Ich weiß es nicht. Doch, nee. Nee. Alles gut gelaufen. Wir wurden am Ende nochmal angegriffen von der Belagerung. Und das war's. Geil. Nice.
Lange Woche. Okay, du bist ein Gegenstand. Was bist du? Ich? Ja, jeder von euch. Ach so. Ein Gegenstand? Ein Androide. Ja, Leon ist Leon ist ein Androide ist ja wohl kein Gegenstand, ein Lebewesen. Manche sagen so, manche sagen Rasierer, so. Matteo. Darüber handeln Folgen bei Star Trek. Ein Gegenstand. Was bist du, Matteo? Überlegt noch. Ein Rasierer. Rein rechtlich ist auch ein Haustier ein Gegenstand. Stein. Ich bin Stein. Ein Stein. Okay, Leon. Ich bin eine Murmel oder ein Puck? Ich bin ein Gyroskop. Ein was? Ein Gyroskop. Das ist, dein, das ist in deinem Handy drin, damit dein Handy weiß, ob du es nach links ein oder rechts Kreisel. Neigst. Ob das nach Gyros schmeckt, würde ich wissen. Genau. War doch gerade erst beim Griechenessen. Gyroskop. Was bist du, Niklas? Ich habe geschrieben, ich bin Ashkandi. Das ist ein Schwert aus WoW. In dein Jahrbuch? Ja. Alter, wie? WoW! Süchtig kann man sein, dass man in sein Abi-Buch schreibt, man ist ein Schwert aus WoW. Wir sind übrigens fast durch mit der Abi-Zeitung, aber ich habe noch ein paar Kommentare für morgen. Nice. Machen die restlichen Kommentare holen wir noch nach. Die Kommentare muss ich nochmal nachholen. Ich habe leider die Hälfte verpasst. Ey. Hast du auch noch irgendwelche lustigen Grundschulzeugnisse, wo immer denn die Benotung in Schriftform erfolgt? Die sind richtig geil. Kann sein, dass meine Mutter die auch bewahrt hat. Ich habe mal reingeguckt vor ein paar Jahren und kann mich erinnern, dass da einiges Cooles drin stand. Sowas wie Hartmut macht mit, wenn ihn ein Thema interessiert. Wenn nicht, dann ist er weg. Ich glaube, ich habe die auch noch bei mir zu Hause. So, Leute, wir gucken mal, was die Woche in Zahlen bedeutet hat. Wir scrollen ganz nach unten. Eieiei, haben wir viel. Guck mal, wie viel das jetzt ist. Schon. Meine Abi-Zeitung war schon, Steiner. Uiuiuiui, es wird immer länger. Wie lange ist denn das? So, die Woche nach der LAN. Alter, wir waren 96 Stunden online. Lol. Das ist ja richtig viel. Das ist ja schon fast eine LAN. Das ist Rekord seit der letzten LAN. Seit der letzten LAN. Echt jetzt? Oh, und davor, also noch immer nicht, wir haben noch immer keine Woche, die das toppt. Da, 98 gab es mal eine Woche. 1.4. bis 7.4.2019. Warum waren wir da 98 Stunden online? Keine Frage. Puh. Wann genau war das? 1.4. bis 7.4. April. 2018. 19. Waren da Infinity Streams oder Definity Streams oder sowas? Oh ja, das kann sein. Da ist dass vielleicht da so irgendwie was 24 PUBG Stunden bla von euch. Oder PUBG, keine Ahnung. Nee, PUBG war da nicht mehr, oder? Schwer zu sagen. So, wir hatten einen Zuschauerschnitt von 1693, obwohl wir sehr lange online waren. Ist das mehr als in den Wochen vor der LAN? Das ist der After-LAN-Burner jetzt. Der After-LAN-Burner letzte Woche gewesen. After. Insgesamt 162.572 Zuschauerstunden. Das ist sehr viel. Ja, Post-LAN-Boost. Richtig krass. Ist halt in LAN-Dimension wenig, weil das ist in LAN-Dimension eigentlich ein Tag. Also unter Umständen. Beziehungsweise zwei Tage. Aber als eine normale Woche ist das ziemlich sick. Wir sind also mehr als safe. Mhm. Ja. Wir haben auch lange gestreamt. Also ich bin ja auch gestern wie gesagt, ab 12 da gewesen. Maurice war den ganzen Samstag da. Ja. Jens und Maurice waren am Freitag da. Also so eine Woche werdet ihr nicht nochmal so schnell wiedersehen auf Bonfire. Ja, wir hatten ja mehrmals so Late-Night-Streams, die halt bis 5 Uhr, 4 Uhr gehen. So, wenn ihr was verpasst habt, dann findet ihr immer unter dem aktuellen Programm unser Tool, um ein Programm nachzuschlagen. Nach Game oder Kategorie, Streamer und mit Datum. Falls euch irgendwas interessiert von dem, was wir jetzt durchgegangen sind. So, und jetzt haben wir neue Events. Oh. Und da seht ihr als erstes Event Final Fantasy 14. Mhm. Da kommen wir gleich zu, wenn wir auf den Programmplan gucken. Dann am 20. Januar, einen Tag danach, gibt es die nächste Hamofaktur. Hamofaktur? Was ist denn das? Also, die nächste Hamofaktur, nächsten Montag mache ich. Und das Thema wird
im Groben Bildschirme sein. Mhm. Also Monitore, aber auch an Laptops und vielleicht auch ein bisschen Beratung, falls ihr irgendwas wissen wollt. Ich gehe ja immer gerne auf Fragen ein und ein bisschen Theorie dahinter und allgemein sowas in die Richtung. Dann zwischen dem 20. und 26. Januar steht hier Chat Games. Genau, das ist ein neues Format, das Matteo und ich zusammen mit Maurice ausprobieren werden. Das steht zwischen dem 20. und 26., weil wir noch nicht genau wissen, an welchem Tag das stattfinden wird. Hm. Aber irgendwann nächste Woche wird das stattfinden. Könnt ihr mal gespannt drauf sein. Am 24. Januar, also Freitag nächste Woche, findet Twitch Gladiator wieder statt. Genau, das ist neues Jahr, neues Gladiator-Meta. Mal sehen, was Maurice im Petto hat, um mich wieder irgendwie zu quälen. Gibt wieder Subs, Chat. Gibt wieder Subs für euch. Ja, dann steht natürlich die Age of Empires Fight Night an. Da gucken wir gleich mal auf den Preispool, wie weit wir sind. Die werde dann aber auch schnellstmöglich starten, sobald ich die organisiert habe. So, gucken wir auf das Programm der kommenden Woche. Heute hatten wir bereits Age of Empires Training und den großen Abi-Zeitungs-Reveal von meiner Wenigkeit. Jetzt sind wir im Briefing, danach startet Matteo durch. Was steht denn da drin? Erstmal nichts, genau, bis 22 Uhr und dann Pauli Bridge. Genau, also wir haben, Pauli Bridge geht bis 23, ne? Ja. Genau, also ich spiele Pauli Bridge bis 23, davor schauen wir gleich noch, was wir spielen. Ich habe ein, zwei Spiele, die ich mir ansehen will, auch zwei Trailer, die ich mir ansehen will. Und dann ab 23 Uhr probieren Leon und ich mal gemeinsam Tarkov aus, weil wir schauen wollen, ob das was für Leon ist. Weil Tarkov alleine ist zwar cool, aber das ist mega stressig, weil man die ganze Zeit voll unter Strom steht. Also ich habe das am Donnerstag ja ausprobiert. Mhm. Und deswegen gucke ich mal, ob das was für Leon ist. Und das heißt, wir werden da hardcore reinsteigen. Ich habe jetzt heute vor dem Briefing mit meinem Bruder eine Dreiviertelstunde lang im Discord gehockt und er hat mir alle möglichen Sachen erklärt zu Waffen, Magazinen und irgendwelchen. Du hast die Hälfte aber schon vergessen. Ich habe alles vergessen eigentlich schon, aber er hat gesagt, ja, ich guck das und ihr müsst mal hier das und das und das. Und ich so, ja, okay, alles klar, okay. Und er hat mich da mega gebrieft. Also mal gucken, was wir da alles mitnehmen können. Ja. Genau, danach gucke ich mal, was ich mache. Ja, vielleicht, vermutlich wird gemurmelt. wird gemurmelt vermutlich. Aber mal schauen. Dienstag, Age of Empires Tag. Zuerst werde ich ein weiteres Mal gemeinsam mit Hand of Blood 2v2 Ladder spielen, von 16 bis 18 Uhr. Und dann steht aber das nächste Match an. Ab 18 Uhr werde ich auf Donny O'Sullivan treffen und wir werden ein Best of 3 spielen in Age of Empires 2. Geil. Ab 20 Uhr dann Matteo und Leon im Spiel. Genau, Studio. Da werden wir uns warm spielen, denn an dem Tag ist nicht nur das Showmatch gegen Donny, sondern auch das Showmatch gegen Trilux. Leon und ich spielen gegen ihn und einen Mate, und zwar wahrscheinlich in Best of 9 oder Best of 11. Eine Stunde machen wir uns warm und dann zocken wir. Und ja, wir gucken einfach mal, was passiert. Er ist halt sehr guter Counter-Strike-Spieler. Mal gucken, ob er den Skill auch in COD hat. Wir gehen ein bisschen als Underdogs rein, aber ich hatte da mega Bock drauf. Wir haben auch letzte Woche ein bisschen trainiert. Also ganz unvorbereitet gehen wir diesmal nicht rein. Mal gucken. So, am Mittwoch und Donnerstag habe ich noch nichts drin, weil das hängt erstmal vom Match ab. Ja? Ich kann jetzt an noch nichts anderes denken als dieses Match. Ich kann mich jetzt noch nicht darauf konzentrieren, was ich am Mittwoch oder Donnerstag machen möchte. Es kann sein, dass wir einen Tag Hand spielen. Kann auch sein, dass wir weiter AOE spielen. Kann vieles passieren. Vielleicht auch nichts. Aber wahrscheinlich bin ich da. So. Mittwoch, 20 Uhr, Matteo am Start. Genau, Pock oder Block, da schauen wir uns wieder neue Trailer an. Dieses Mal aber nicht Games, die schon erschienen sind, sondern wir machen einen Release-Kalender und schauen uns Spiele an, die im Januar und im Februar erscheinen und wir ranken die, wie geil die sind und gucken, was wir uns davon ansehen. Pokerstyle Reforged, Mann, 29. Ja, ja, auch andere Sachen, ja, genau. Und das Datum halten Sie auf jeden Fall? Ja, müssen Sie ja jetzt, oder? Weiß ich nicht. Ich habe eigentlich gedacht, dass sie das 2019er Datum halten müssen. Ja, hatte ich auch gedacht. Aber irgendwie haben die da noch ein. Da ist nämlich noch in irgendeinem Land irgendwie 2019 oder so rein technisch. Na, ja. So haben die es, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, wie die es gemacht haben. Ja. Paralleluniversum. Ja. Ja. Danach offen. Vielleicht finden wir ein cooles Spiel, was wir direkt zocken können.
Und heute stellt sich übrigens raus, wie die Late-Night-Con auch ein bisschen gestaltet wird, weil wenn Tag auf geil ist, also wenn es Leon Bock macht, dann kann es halt sein, dass ich dann nachts immer ein bisschen länger bleibe. Genau. Und wir immer ein paar Tag auf Runden machen. Aber das steht jetzt noch offen, ne? Das hängt jetzt davon ab, wie heute die Runde abläuft und ob es Leon überhaupt Bock macht. Weil es kann halt sein, dass es überhaupt keinen Bock macht. Ja. Kann alles sein. Kann sein. Deswegen ist es aktuell noch offen. Ich gucke einfach mal, wie es ist, ob ich mit Matteo spiele oder ob ich mir ein anderes Game suche. Und ja, das ist der Mittwoch. Geil. Donnerstag, Schlag den Star. Genau. Ich werde Schlag den Star wieder auspacken und versuchen, Yvonne wieder fertig zu machen. Da gibt es aber so Kategorien, was man sich selber aussuchen kann, so Quizzes und sowas. Und da werde ich mal schauen, dass wir ein paar Quizzes davon machen. Und ich gehe als Hans-Martin an den Start, wie immer. Ja. Und danach? Danach offen, glaube ich, oder? Ja. Genau. Muss ich mal schauen. Könnte sein, dass ich schon ein paar Runden solo Tarkov mache. Ich bin gerade voll am Hadern mit mir selbst, ob ich Tarkov auch öfter mal alleine spielen soll, weil das ist aktuell das Spiel, was bei mir nur im Kopf rumgeistert. Hey, der Mensch, dann lass es doch erstmal raus. Und lass es doch erstmal raus ein paar Tage. Ja, ja, aber wie gesagt, lass es offen. Ich will mich jetzt nicht committen und dann sage ich, ah, ich habe doch keinen Bock. Deswegen lass es offen. Ja, okay. Ja. Genau, und im Anschluss daran gibt es bei mir die Marvel Mission. Ich will eigentlich nur irgendein Wortspiel mit MM haben. Ich werde wieder das gleiche Prinzip wie beim Geburtstagsstream anwenden und ich werde verschiedene Challenges Murmeln zuweisen und dann per Murmelzufall mir diese Challenges ausmurmeln lassen. Jede Challenge ungefähr eine Stunde immer. Und für jede nicht geschaffte Challenge gibt es eine Strafe. Okay. Geil. Freitag werden Maurice und Jens ein weiteres Mal hier antreten, um Command & Conquer zu spielen. Genau, dann sehen wir mal, ob die Sowjetkampagne jetzt von weniger Leuten gespielt wird. Ansonsten geht es weiter mit den Alliierten und ja, wir befreien die Welt oder so. Um dann im Anschluss mit Leon will ich Rayman Legends spielen, aber das Ganze mit einem Kniff. Wir haben ja jetzt hier diese Controller mit den einzelnen Knöpfen und dann werden wir zusammen Rayman spielen, also den einen Charakter, aber jeder kriegt so einzelne Knöpfe und wir müssen uns irgendwie absprechen, dass wir das zusammen hinbekommen. Ich sehe Maurice mich anschreien nach 2 Minuten. Das wird Mord und Totschlag geben, glaube ich. Da muss Leon weg. Genau, weil Gino hat Geburtstag und ich will ein bisschen was mitbekommen davon. Deswegen gehe ich dann aus dem Studio und lasse Maurice alleine hier. Genau, und ich hasse Gino, deshalb spiele ich Tiberian Voss und ja, um gucken, ob ich Kane das Handwerk legen kann. Und dann bist du Samstag direkt wieder da. Ja, es ist ich habe Bock auf Tomb Raider. Ich habe ja abgestimmt, ob Tomb Raider 1 oder 2. Chat hat sehr eindeutig auf Tomb Raider 1 entschieden mit, ich weiß gar nicht wie viel mehr Stimmen. Ich glaube, das 10-fache oder so. Also spielen wir Tomb Raider 1. Ja, und dann gucken wir mal, wie geil das ist. Und entweder spielen wir danach weiter Tomb Raider 1 oder ich spiele weiter Tiberian Voss. Ja. Nice. Okay. Spielst du Tomb Raider mit Controller dann? Nee, mit Tastatur. Okay. Am Sonntag werde ich vielleicht vorher wieder streamen, aber vielleicht auch nicht. Das lasse ich mir mal offen. Aber gesetzt ist jetzt eine neue Serie, die starten wird. Und zwar ist Square Enix auf uns zugekommen und hat gefragt, ob wir Final Fantasy 14, also Final Fantasy Online, das MMO, gesponsert spielen möchten. Haben wir natürlich erstmal gesagt, Moment. Moment. Moment, haben überlegt, ist das sinnvoll? Und dann haben wir halt überlegt, weil wir hatten jetzt ja gerade die Erfahrung mit Tarkov gemacht und haben dann überlegt, ey, das ist doch eigentlich jetzt eine geile Nummer. Das können wir direkt nochmal zu zweit, also Niklas-Matteo-Duo, ausprobieren. Und deswegen starten wir jetzt eine 6-teilige gesponserte Serie in Final Fantasy 14. Wobei, dazu ist zu sagen, ja, Matteo ist ja wirklich, der hat noch nie ein MMO gespielt. Deswegen werden wir erst einmal sagen, die erste Folge ist Matteo auf jeden Fall dabei. Ja. Es kann aber sein, dass Matteo feststellt, da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Kann er so sagen, nach der ersten Folge. Ja. Und dann werden die verbleibenden 5 Folgen mit mir weitergehen. Also es steht noch nicht komplett fest, ob wir das als Duo durchziehen. Genau, ich werde da komplett unvoreingenommen rangehen, weil ich habe, wie gesagt, 0 Erfahrung mit MMOs und habe gesagt, ja klar, können wir uns angucken, aber es kann halt wirklich sein, dass ich dann sage, nee, das ist gar nichts. Oder du bist komplett süchtig. Ich wäre komplett süchtig.
Eins von beiden wird passieren. Keine Ahnung was. Wir lassen uns überraschen. Ja, in jedem Fall ist ja Final Fantasy XIV ein Spiel, was ich auch schon immer so an der Seite sehe, weil alle, die das spielen, behaupten, das wäre eins der besten MMOs, was es gibt und könnte auf jeden Fall mit World of Warcraft mithalten. Werden wir testen am Sonntag. Ihr fangt auch mit Level 1 an, ja? Also richtig. Wir fangen komplett als Noobs an. So. Und wir möchten natürlich, eigentlich haben wir nur ein Ziel direkt am ersten Tag. Wir wissen aber noch nicht, ob es Gilden gibt. Ist erstmal die Frage, gibt es Gilden, Chat, in Final Fantasy? Können wir eine Gilde bauen? Wer von euch weiß das? Ja. Ja, oh, gut. Oh, oh. Dann okay, haben wir die größte nur Gilde. Ein Ziel. Wir möchten die größte Gilde auf dem Server sein. Ja, ja. Ich meine, die größte Gilde. Man kann ja kostenlos spielen, so wie ich es verstanden habe. Also bis Level 35 oder so. Ja, genau. Man kann völlig free anfangen bis Level 35 und dann hat es ein Bezahlmodell wie bei World of Warcraft. Und ich bezweifle, dass wir in den 6 Sessions überhaupt bis Level 35 kommen. Wir werden es auf jeden Fall testen und wir möchten die größte Gilde auf dem Server bauen. Das heißt, ihr müsst alle mitmachen. Kann man die anderen alle umbringen? Gibt's also was? PvP? Was? Wir machen unsere Riesengilde und bringen alle anderen um und klauen denen ihre Sachen. Okay, ab Stufe 20 kann man eine Gilde bauen. Oh, okay. Das dauert aber noch. Okay, scheiße. Okay, dann werden wir schaffen wir Level 20 vielleicht. Wir wollen auf jeden Fall die, also das ist unser Ziel, und die größte Gilde auf dem Server zu bauen, auf Level 20. Das heißt, ihr müsst alle mitspielen. Und wie gesagt, das Spiel ist ja for free bis Level 35. Das heißt, alle können es ausprobieren. Und wir möchten natürlich dabei aus strategischer Sicht auch einen guten Eindruck bei Square Enix hinterlassen, denn wir möchten eben auch dann für Folgespiele natürlich gebucht werden und mit dem was zusammen machen. Und dafür haben wir ab jetzt eben einen Link, worüber die tracken können, dass alle, die mitmachen, eben wirklich von uns kommen. Und wenn ihr euch einen Account macht, nutzt bitte diesen Link und den findet ihr einfach, wenn ihr Ausrufezeichen FF oder Ausrufezeichen Final in den Chat schreibt. Da seht ihr ihn. Auch der Track-Link, der ist nämlich bonsoir.de/FF. So. Und ich gehe da mal kurz drauf. Wir können mal hier zeigen, weil ich glaube, bonjour.de/final sollte auch gehen. Ja, ist Final oder FF. So, und hier seht ihr unsere Landingpage für Final Fantasy XIV, Final Fantasy Online, das MMO. Und hier, wenn ihr jetzt hier euren Account vorbereitet für Sonntag, da würdet ihr uns bereits schon mithelfen. Denn, wie gesagt, je mehr Leute wir tracken über diesen Link, desto mehr Leute können wir Square Enix zeigen, dass wir irgendwie hier Leute bewegen können. Und es wäre sehr geil, dass, wenn ihr mitmachen wollt, einfach über diesen Link geht und hier euch den Account macht. Ja? Und dann starten wir am Sonntag gemeinsam durch mit Matteo zusammen. Genau. Bis Level 35 ist es kostenlos. Man kann es also völlig for free testen. Und dann, wie gesagt, gibt es dann später ein Bezahlmodell wie bei World of Warcraft, wenn man dann das Spiel ernsthaft noch weiterspielen möchte, weil einem das gut gefällt. Ich habe eine Frage. Kann man als unter 20-Level-Account in eine Gilde eintreten oder geht es erst ab Level 20? Das ist eine gute Frage. Weil dann könnte nämlich jemand für uns eine Gilde erstellen, weil es gibt schon voll viele im Chat, die sind schon auf hohen Levels. Und da könnte man... Geht früher. Ja, dann kann ja einer von uns eine Gilde machen, in die wir alle reingehen. Okay, aber es wäre eigentlich cooler, wenn wir die Gilde erstellen. Ja, aber wir müssen Level 20 werden. Wie schnell ist man denn Level 20? Chat meinte, 1-2 Sessions sollten wir machen. Was für Sessions? Hä, aber guck mal, wenn wir 1-2 Sessions, dann können wir dann die Gilde zusammen erstellen. Das können wir auch schaffen. Und die anderen Leute müssen dabei sein. Ich muss erstmal gucken, wie es wird. Erstmal gucken, wie es wird. Ja, erstmal gucken. Also erstmal wird es wahrscheinlich ein Stream, wie ich Matteo zeige, wie ein MMO ist. Oder genau. Also Matteo. Genau. Hier kommt die Nadel rein. Genau, oben abbinden. Und jetzt pumpen mal die Hand. Ja, die Venen kommen schön raus. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das wird, weil in der Konstellation MMO, ich kann mir noch nicht vorstellen, wie das wird. Ich kann mir auch nicht vorstellen, wie Matteo das... Ich bin richtig genervt. So, auf jeden Fall machen wir 6 feste Sessions und dann danach mal sehen, ob es dann noch weitergeht oder eben, ob wir es dabei belassen. Aber die 6 Sessions sind dann auf jeden Fall, wie gesagt, gesponsert bei Square Enix. Und das ist jetzt einer unserer neuen Spontan-Deals, die jetzt zustande gekommen sind.
Und da freuen wir uns sehr drauf. Das wird sicherlich gut oder auch völliger Quatsch. Und alle hassen uns danach. Eins von beiden. So, genau. Und dann ist der Sonntag auch vorbei. Matteo wird danach noch weiter streamen. Genau. Ich habe es offen gelassen, glaube ich. Ja, das steht ja, da noch weil offen. Ich nicht weiß, was dann kommt. Ja. Maybe Tarkov, maybe, don't know. Ja, das war dann auch gleichzeitig schon unsere erste Ankündigung, dass diese Koop jetzt zustande gekommen ist. Und da starten wir dann am Sonntag durch. Werden die größte Gilde auf dem Server. Das ist eigentlich unser einziges Ziel. Und was danach passiert, ist eigentlich egal. Es wurde schon gesagt, die größte ist 512 und das ist Max. Und es gibt auf jedem Server schon eine, die so groß ist. Easy. Also, kicken wir raus. Machen wir mehrere. Dann machen wir mehrere Gilden. Machen wir mehrere Gilden. Gut. Server sagen wir dann noch vorher Bescheid. So. Ja, jetzt haben wir noch ein paar Ankündigungen. Erst einmal geht es um das Bondwa-Community-Treffen. Und zwar gibt es ja bislang ein offizielles Bondwa-Community-Treffen. Und dieses Bondwa-Community-Treffen ist während der Gamescom hat während der Gamescom stattgefunden. Historisch begründet als ja, das erste Mal Gamescom mit Bonja am Start war. Ja, da war ich eigentlich zu Besuch. Da war nicht mal was. Da hat man gar keinen Job oder so. Da war das erste Jahr Bonja, war das erste Community-Treffen. Wir haben jetzt, wie viele gemacht? Ich glaube, 6 oder so. Warte, wir haben 13 gestartet im November 2013. Und im 14 war das erste Community-Treffen direkt fünf Jahre lang. 5 oder 6 Jahre. Ja. So, auf jeden Fall werden wir jetzt eine schockierende Nachricht euch zuerst einmal sagen. Aber danach gibt es eine gute Nachricht. Das Community-Treffen während der Gamescom wird kein offizielles Community-Treffen mehr sein. Was? Ja. Wir sagen euch das hier jetzt frühzeitig, damit sich niemand auf dieses Community-Treffen vorbereitet. Wir werden mit dieser Tradition brechen. Ja. Denn wir haben in den letzten 2 Jahren festgestellt, dass es A, für uns unfassbar stressig gewesen ist, extra fürs Community-Treffen nach Köln zu fahren. Und B, haben wir festgestellt, dass wir durch diesen ganzen Stress eigentlich gar nicht so richtig da waren, wie wir es sein wollten, uns darauf konzentrieren konnten, mit euch in Kontakt zu treten. Und diese Probleme haben wir gesehen und haben eben gesagt, haben uns dann erstmal gefragt, warum machen wir das überhaupt in Köln? Und die Antwort war eigentlich bisher immer, weil wir so auf der Gamescom sind. So, aber jetzt sind wir eigentlich kein fester Bestandteil mehr von der Gamescom. Klar, wir waren jetzt letztes Jahr auch noch da, aber eben Matteo mit Gino zusammen. Und das Jahr davor war auch ein Job, wo eben nur ein paar da waren. Aber so richtig groß machen wir die Gamescom schon lange nicht mehr. Und es wird auch weniger. Und dieses Jahr, letztes Jahr haben wir auch nicht geplant, überhaupt hinzugehen für einen Job. Das kam dann irgendwie spontan noch zustande. Dieses Jahr haben wir auch keine Ambition und keinen Plan, auf der Gamescom wirklich auf der Messe selbst was zu machen. Deswegen werden wir das Kölner Community-Treffen nicht machen dieses Jahr. Ja? Die Leute, die auf die Gamescom gehen, können sie natürlich treffen, aber es müsst ihr dann unter euch ausmachen. Genau, es gibt ja auch noch Treffen Köln-Runde auf dem Discord. Vielleicht übernehmen die das ja als inoffizielles Treffen. Könnt ihr euch ja überlegen. Aber wir haben halt auch gedacht, also es ist jetzt die letzten Jahre so gewesen, dass wir uns ein Auto gemietet haben. Einer von uns beiden, also von Niklas und mir, ist runtergebrettert, der andere wieder zurück. Und es war einfach nur und vor allem du musst danach noch von hier weiter brettern nach Hause. Ja, genau. So. Also. Und jetzt letztes Jahr haben wir gesagt, okay, wir übernachten eine Nacht, aber das war auch nicht gut, weil wir konnten gar nicht schlafen, weil wir nicht zu Hause waren und was weiß ich. Und dann haben wir gedacht, warum machen wir das eigentlich in Köln, wenn wir immer früh gehen müssen, weil wir ja noch fahren müssen und nicht einfach quasi bleiben können, so lange wie wir wollen. Ja. Genauso ist es halt auch Köln zur Gamescom, sind die Hotels schweineteuer. Ich habe, falls ihr euch erinnert, falls ihr mit mir gesprochen habt, auch einige gefragt auf dem Com-Treffen, ob ihr auf der Gamescom wart oder ob ihr nur zum Com-Treffen gekommen wollt. Und es haben wirklich sehr viele gesagt, nö, keine Ahnung, wir sind auf dem Weg in Urlaub nach Holland zum Beispiel, gab es so eine Dreierrunde und wir sind dann hier einmal her und haben Com-Treffen und fahren dann weiter. Oder andere, nee, wir sind nur zum Com-Treffen hier. Und
dafür dann vielleicht ein Hotelzimmer zur teuersten Zeit in Köln zu nehmen, ist halt auch ja, unangenehm. Unangenehm, schwierig und muss nicht sein. Und darum haben wir gedacht. Und deswegen sind wir zur ultimativen Lösung gekommen, dass wir dieses Jahr ein großes Community-Treffen machen, hier in Hamburg, wo wir wohnen. Was halt viel mehr Sinn macht. Korrekt. Voll schlau. Und zwar am Bonjour-Geburtstag. Genau. Ja, das, der Geburtstag, wer es nicht weiß, ist am 15.11. Das ist dieses Jahr ein Sonntag. Aber das Community-Treffen wird sein, das wird am 14. anfangen. Genau, am Samstag. Wir feiern quasi in den Geburtstag rein. Ja. Was genau dort stattfindet, steht jetzt noch nicht fest. Aber wir möchten euch jetzt zu diesem Zeitpunkt bereits sagen, dass das der Plan ist. Nicht, dass sich irgendjemand auf die Gamescom vorbereitet. Und dass ihr eben schon Zeit habt, falls ihr teilnehmen möchtet, euren Urlaub einzureichen, was weiß ich, damit schon mit der Planung anzufangen. Grob haben wir uns vorgestellt, dass wir euch, dass wir uns an diesem Tag, dem 14.11., Zeit für euch nehmen. Es wird ein bisschen Programm geben und dann werden wir abends irgendwo noch feiern zusammen in den Geburtstag rein. Und dann halt mit Open End und wir können alle da sein. So. Und ja, das haben wir uns für dieses Jahr vorgenommen. Nee, es wird nicht im Studio sein, aber vielleicht gibt es ja am Samstag dann, bevor irgendwie mit Alkohol angefangen wird, werden wir dann vielleicht eine Studio-Tour zusammen mit euch machen. Darüber können wir ja nachdenken. Aber wie gesagt, es steht noch nicht fest, das müssen wir erst selbst von uns besprechen. Genau, wir wollten erstmal überhaupt das Datum und unsere Idee dahinter bekannt geben. Nicht, dass sich jetzt schon Leute irgendwie den Urlaub und teure Hotelzimmer in Köln nehmen. Genau. Ja, und falls ihr noch nicht in Hamburg wart, vielleicht nochmal eine Chance, die Stadt hier, einfach einen Städtetrip, das mit einem Städtetrip zu verbinden, vielleicht ein längeres Wochenende hier zu verbringen oder noch ein paar Tage mehr. Genau. Oder woanders danach zu, nach Schleswig-Holstein oder was weiß ich. Genau. Das wie viele Leute erwarten wir, fragt CC Sonic. Das wissen wir noch gar nicht. Also wie gesagt, wir wollten erstmal nur das Datum und den Plan bekannt geben. Wir werden es auch wieder so machen über die Webseite, dass man sich da anmelden muss, damit wir wissen auch, wer kommt und so weiter. Und ja, keine Ahnung. Also wir wissen wirklich noch überhaupt nicht, was für Programmpunkte wir machen. Falls ihr geile Ideen habt, schreibt sie uns gerne. Es waren auch Fragen jetzt, wie ist das denn für Leute aus Süddeutschland? Steigst du in den Zug, kommst hier hoch, kommst super entspannt an. Mein Bruder wohnt in Bayern. Es fährt sogar eine Direktverbindung, glaube ich. Es gibt eine Direktverbindung von, ich glaube sogar... München. Nee, sogar noch weiter. Ich glaube sogar noch Österreich. Andi fährt auch direkt, oder nicht? Direktverbindung ICE. Wenn du es jetzt so früh, wie es jetzt ist, buchst, dann kostet das wie viel ab dieses Jahr? 7% Mehrwertsteuer, nicht mal 19, 17 Euro oder so? Billig. Also günstiger und entspannter kommst du nicht an. Ja. So, Andi schreibt, ja, man kann direkt nach Wien fahren. Ja. Seht ihr. Cool. Und fahren wir einfach zu Andi? Nein. Nein. Wir fahren nicht zu Andi. Ja, also das ist das Hamburg. Da, wo wir wohnen, weil wir haben auch gemerkt, immer noch, wenn wir nach Köln gekommen sind, haben wir so gedacht, ey, das ist, die Stadt ist gar nicht, die passt überhaupt nicht zu uns. Da, wir sind hier die Hamburger, die Norddeutschen. Und wir machen unser Community-Treffen in der Stadt, wo wir uns eigentlich gar nicht so richtig wohlfühlen. 50-50. Ja, also das offizielle Com-Treffen ist in Hamburg. Das heißt aber nicht, dass wenn wir mal auf einer Messe sind, es unmöglich ist, mal ein kleines Treffen abends spontan zu machen. Ne? Eben. Also wenn wir in Erfurt sind oder auf der Gamescom, wenn wir da einen Job haben oder so, dann können wir trotzdem noch sagen, ja, heute Abend treffen wir uns mal in der Bar und trinken was. Aber das offizielle ist in Hamburg jetzt. Und zum Geburtstag. Genau. Was halt auch sinnvoll ist, dass wir das mit euch unseren Geburtstag feiern. Genau. Ja. Macht alles Sinn, oder nicht? Oder? Also ihr habt noch keine Gegenargumente hier. Genau, und Com-Treffen in Köln findet ja einfach durch die Kölner, die das direkt inoffiziell organisieren, statt. Und ist, glaube ich, auch schon mehrfach gewesen. Genauso, ich glaube, das Größte aktuell ist das Münchner, was also teilnehmermäßig. Und es gibt überall in irgendeiner Form so eine Runden. Falls ihr selber ein inoffizielles starten wollt, geht einfach in den Discord und fragt einen Channel an. Oder guckt einfach, ob es schon einen gibt für eure Umgebung, Stadt, wie auch immer. Ja. Hier hat jemand gefragt, was kostet Eintritt? Es gibt keinen Eintritt für unsere Community-Treffen. Das ist einfach, wir machen das alles aber so. Aber Umarmung mit der kostet 50 Euro. Ja, ne? Das ist schon klar. Ein Bild kostet auch 5 Euro auf jeden Fall. Aber nee, sonst also, ist falls ihr nie teilgenommen habt, es war bis jetzt in Köln immer so, dass wir eine
kleine so Bar, Kneipe, wie auch immer hatten. Jetzt die letzten Jahre immer die gleiche. Und da gab es einen Mindestverzehr. Das heißt, wir haben von euch erwartet, dass ihr 20 Euro verzehrt. Falls ihr es nicht gemacht hättet, hätten wir der Bar irgendwie was geben müssen. Aber das hat bis jetzt immer super geklappt. Und wahrscheinlich werden wir es dann genauso halten. Ob wir die Teilnahmezahl irgendwann cappen werden, falls zu viel Bedarf ist, das wissen wir jetzt noch nicht. Wenn wir es einfach mal wie immer mit 100 Anmeldungen anfangen, vielleicht werden es dann 200, aber es werden auch nicht super viele Leute, das überschätzt jetzt auch ein bisschen. Ja, genau. Außerdem kann man denen ja auch nicht mal mit jedem reden, wenn es so viele sind. Ja. Andi will sein Badewasser versteigern. Mhm. Also kommt auf jeden Fall hin, wenn ihr Andis Badewasser haben wollt. Das kaufe ich. Ja, also auf so eine 500-Leute-Veranstaltung hatte ich zum Beispiel jetzt auch nicht mehr Lust. Nee, das wäre zu groß. Aber das wären auch nicht so viele. Das kann eh nicht passieren. Wir möchten schon ein Community-Treffen, wo wir auch alle das Gefühl haben, dass man auch noch miteinander reden kann und so. Ne? Das ist schon soll wichtig. Keine Massenabfertigung werden. Ja. Datum bitte nochmal nennen. Wir haben am 15.11. immer Geburtstag und das ist dieses Jahr ein Sonntag. Also wird es der 14.11.2020. Es ist ein Samstag. Okay, dann nächstes Thema. Haben wir noch ein Thema? Ich habe keins vor der Paterecke. Haben wir noch ein Thema? Nur eins für die Paterecke. Haben wir noch ein Thema? Fight Night. Ja, stimmt. So, Ausrufezeichen Fight Night kann man jemand eingeben. Dann sehen wir den Stand nach einer Woche. So, wir sind nach einer Woche bei 2790 Euro von maximal 3.000. Das ist erstmal super sick, Leute. Wir haben jetzt noch ein paar Tage Zeit, um die 3.000 zu füllen. Das wäre ja wohl gelacht, oder? Also jeder, der jetzt hier ist, der kann vielleicht nochmal gucken, ob er gerade 5 Euro über hat. Und vielleicht die einfach uns geben. Denn das Preisgeld, das geht ja nicht an uns, an Bonjour, sondern das benutzen wir als Preisgeld zu 100% für die Pro-Gamer, die wir einladen. Zur ersten Age of Empires Fight Night. Muss ich natürlich jetzt mal bewerben, ne? Weil jetzt, wo wir so knapp davor sind, da möchte ich jetzt schon die 3.000 sehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja? Gecastet wird das Ganze von mir, das ist ja mein eigenes Baby und ich möchte das auch alleine durchziehen. Ich weiß, es gibt ganz viele tolle Optionen für einen Co-Caster, aber ich möchte das alleine weitermachen und vor allen Dingen jetzt in dem neuen Spiel möchte ich gerade beim ersten AOE-Turnier mich da alleine reingrooven und erstmal gucken, wie ich das überhaupt selbst casten würde, ohne dass der jemand anderes seinen Senf dazugibt. Genau, das Format ist genauso wie in StarCraft. Wir haben 8 Pro-Gamer, die in 2 Gruppen gegeneinander spielen. Jeder gegen jeden. Und ob wir dann Best of 3 oder Best of 5 für jedes Match machen, weiß ich noch nicht. Die Matches können halt sehr lang gehen im Match of Empires. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich werde mir da noch ein bisschen beraten lassen. Auf jeden Fall haben wir dann insgesamt 13 Paarungen. Genau. Ja. Ja, uns fehlen noch ungefähr 200 Euro. Und es kommt auch das erste Preisgeld kommt noch gleich dazu. Das lesen wir gleich alles vor. Wenn ihr noch irgendwie einen 5er oder einen 10er übrig habt, wäre jetzt die Chance, um das dazu zu geben, um den Pool fett zu machen. Und vielleicht schaffen wir gleich die 3.000. Wäre ja geil, wenn wir Subs vorlesen. So. Dann gehen wir in die Paarung. So, wir gehen auf twitch.tv/bonjour. Unter dem Stream findet ihr unsere aktuellen Partner. Wenn ich hier den Balken finde, so, der ist ein bisschen dünn bei mir. Genau, die sind in grün eingefärbt. Ihr seht, haben wir schon drüber gesprochen, Corsair und Display jetzt nicht mehr mit drin. Und auch Loot Chest wird uns, ist heute der letzte Tag mit Loot Chest. Morgen werden wir noch 3 offizielle Bonjour-Partner haben, nämlich GOG, Jobstairs und MSI. Und die Community. Und die Community natürlich. Genau, so. Dann erstmal Hamu mit dem, was es Neues gibt. Genau, im Shop
Achso, du wolltest direkt über Shop reden. Dann reden wir erstmal über MSI. Ja. Denn bei MSI gibt es ja, wie Hamo bereits angekündigt hat, nächste Woche die nächste Hamo-Faktur. Wann war das genau? Montag. 20. glaube ich. Nächsten Montag. Genau. Vorm Briefing, also zum Streamstart bis Briefing, mache ich die Hamo-Faktur und es geht um Monitore, sponsored bei MSI mit Computern, also Laptops und Bildschirmen von MSI. Aber ich spreche eben auch allgemein über Bildschirme, über Technologien und beantworte gerne eure Fragen. Bei Jobstairs haben wir jetzt ja seit einiger Zeit unsere eigene Landingpage. Wir warten dann noch auf die Möglichkeit, dass wir hier unsere eigenen Picks machen können, also dass wir eben wir Jobs auch nochmal gezielt vorstellen können. Das kommt jetzt demnächst und darüber planen wir natürlich noch andere Projekte mit Jobstest dieses Jahr. Das ist aber noch nicht spruchreif. Da updaten wir euch, sobald das alles funktioniert und dort die Schritte eingeleitet wurden. Wir haben auf jeden Fall ein paar Ideen dieses Jahr, wie wir diesen Partner noch präsenter in den Stream bringen können. Genau, bei GOG gibt es auch was Neues, habe ich vorhin gehört. Das wollt ihr jetzt aber noch nicht ankündigen, oder? Doch, können wir jetzt machen schon. Haben wir es eigentlich im Plan geschrieben? Nee, haben wir vergessen, weil wir oder? Den Tag nicht wussten, weil wir es heute nicht machen. Ach so, genau. Also, wir haben, okay, dann stell dir das mal vor, was ihr mit GOG macht. Genau, wir haben ein neues Projekt mit GOG, nämlich die GOG-Lotterie. Matteo, was bedeutet denn Lotterie? Was Lotterie genau bedeutet, weiß ich nicht. Aber wir werden Keys von GOG immer nachts, wenn Leon dazukommt, also immer beim Übergang von Leon zu mir, im Stream vermurmeln. Das heißt, alle, die im Chat da sind, werden an den Murmeln teilnehmen können. Also es gibt keine Restriktionen, wer mitmachen kann oder nicht, sondern jeder, der da ist, kann einfach mitmachen. Und die Gewinner bekommen einfach Spiele von GOG geschenkt. Das ist eigentlich alles. Also Keys und Murmeln. Genau, Keys und Murmeln. Best das heißt, of both worlds. Ja, genau. Ihr bekommt also einfach Spiele geschenkt. Das ist das ganze Ding. Wann wir das genau machen, schreiben wir noch in den Plan. Heute auf jeden Fall nicht, aber rechnet dann immer so gegen Mitternacht damit, dass wir dann einfach schön Keys raushauen. Ja. Geil. Ja. So, dann haben wir nochmal mit Displayed geredet. Auch wenn Displayed jetzt kein offizieller Bonjour-Partner mehr sein wird, werden wir trotzdem weiter den Affiliate-Link nutzen und sowas wie eine Partnerschaft Lite erst nochmal weiter ausprobieren. Müssen wir dann mal gucken, wie das genau funktioniert. Aber als großer offizieller Partner werden dann ab morgen GOG, Jobstairs und MSI bei Bonjour an Bord sein. Dann kommen wir zu unserem Shop. Den findet ihr auf bonjour.de/shop. Und Hamo hat da diese Seite übersetzen. Nein, danke. Hamu hat gerade gesagt, er hat da was Neues. Genau, und zwar, wir haben ja bis jetzt immer mit GLS verschickt, weil es am praktischsten und zu der Zeit auch noch am günstigsten war. Leider haben die ihre Preise erhöht und dann haben wir gedacht, okay, dann können wir auch mit DHL verschicken. Also prinzipiell sind wir keine Fans von egal welchem Versanddienstleister. Alle bezahlen ihre Mitarbeiter nicht fair und machen Probleme und ist eigentlich egal. Pest oder Cholera, wie man da nimmt. Und ich habe aber über die Jahre immer wieder Leute anschreiben müssen, weil sie in ihre Adresse, obwohl es bei der Bestellübersicht überall immer wieder erwähnt wird, keine Packstation, haben trotzdem Leute geschafft, eine Packstation reinzumachen. Also habe ich gedacht, wenn das alles gleich viel kostet, dann nehme ich mir wenigstens den Stress, jeden immer nochmal anschreiben zu müssen. Hallo, wir liefern nicht an Packstationen, also nehmen wir jetzt DHL. Das heißt auch, der Preis der Versandkosten ist ein bisschen höher geworden. Aber dafür eben mit DHL. Das ist die Info. Und ansonsten haben wir T-Shirts und Kram und alles da. Bestellt gerne, falls ihr uns unterstützen wollt und Bonjour in die Welt tragen wollt, etwas in unserem Shop. Nice. Dann findet ihr auch all unsere Affiliate-Links gebündelt bei uns auf der Seite. Wir haben ja hier die Support-Seite. Kommt man eigentlich irgendwie mit einem Ausrufezeichen-Befehl auch zu den Affiliate-Links? Irgendwie Ausrufezeichen Affiliate oder sowas? Es gibt für jeden Affiliate einen Ausrufezeichenbefehl, zum Beispiel okay. Ausrufezeichen GOG, Ausrufezeichen Epics, Ausrufezeichen und so weiter. Und genauso sind auch alle, falls es einen Link gibt, sind die auch immer unter bonjour.de/Name, bonjour.de/Amazon, bonjour.de/GOG und so weiter.
Hier findet ihr jedenfalls all unsere aktuellen Affiliate-Links. Ne? Also immer, wenn ihr was bestellt, könntet ihr darüber nachdenken, ob es vielleicht über unseren Link macht. Zum Beispiel, wenn ihr euch Games holt, guckt ihr, ob es die vielleicht statt auf Steam oder im Epic Store oder sonst wo gerade völlig DRM-free bei GOG gibt. Dann wäre es natürlich geil, wenn ihr einfach unseren Link verwendet und die Spiele bei GOG einkauft über unseren Link. Das heißt nicht, dass ihr nur die Spiele auf der Landingpage hier kaufen könnt, die wir auch im Stream gezockt haben, sondern ihr könnt hier im kompletten Shop Spiele browsen und die werden trotzdem für uns gewertet und wir werden dann an den Verkäufen einfach beteiligt, ohne dass euch das zusätzlich was kostet. Wie gerade gesagt, werden wir auch unseren Affiliate-Deal mit Displayed weiter nutzen und auch immer mal wieder, wenn es eine neue Aktion gibt, das zu bewerben. Aber es ist, wie gesagt, jetzt erstmal keine große Partnerschaft mehr, sondern sowas wie eine Partnerschaft light. So, Corsa ist hier noch drin. Der Deal ist ja ausgelaufen. Das heißt, der Affiliate-Link wird hier demnächst verschwinden. Dann nehmen wir natürlich auch am Amazon-Partnerprogramm teil. Nutzt bitte einfach unseren Affiliate-Link hier zu Amazon, wenn ihr was bestellt. Ja. Und dann haben wir auch noch einen Epic-Creator-Code, falls jemand von euch mal öfter im Epic-Store unterwegs ist. Genau. Ansonsten könnt ihr uns natürlich auch über ganz andere Wege unterstützen. Das macht ihr jetzt zum Beispiel schon, wenn ihr uns einfach schaut. Das ist einfach schon extrem viel wert. Das ist eigentlich mit Abstand am meisten für uns wert. Weil wenn uns niemand schaut, dann ja, dann ist halt irgendwie, dann ist hier nichts los. So, ne? Deswegen sind wir ganz froh, dass immer ein paar Leute hier sind. Vielen Dank dafür, dass ihr immer regelmäßig einschaltet und dass wir hier unser Ding machen können. Das ist mega gut. Ja, ansonsten, falls ihr den linken Zeigefinger und Daumen vielleicht mal bewegen könnt zwischendurch, neben euren ganzen Aktivitäten, klickt doch bitte einfach mal auf den Follow-Button, falls ihr es noch nicht getan habt. Ja? Das ist jetzt für den einen oder anderen ist es jetzt erstmal viel Aufwand, ich weiß, aber wenn ihr euch einmal vielleicht kurz, ganz kurz für ein paar Sekunden zusammenreißt und dann doch mal mit dem Mauszeiger oben auf den Follow-Button klickt, das ist für uns sehr viel wert. Ich weiß, es ist extrem viel Aufwand für euch. Ja? Aber nehmt euch doch einmal kurz die Zeit und damit unterstützt ihr uns wirklich aktiv. Denn wir können zeigen, dass wir erstmal Follower haben und dass diese auch stetig wachsen. Was immer interessant ist, wenn wir dann zum Beispiel mit Firmen über Partnerschaften sprechen, die wir gerne haben möchten, damit wir das Ganze hier erstmal weitermachen können und vielleicht noch geiler machen können. Genau. So, wenn ihr vielleicht reich seid, ja, extrem reich, dann könnt ihr vielleicht auch das Ganze finanziell mit supporten aus eurer eigenen Tasche, machen sehr viele. Und zwar geht das über das Twitch-Abo-Modell, die Twitch-Subscription oder den Twitch-Sub, sagt man ja auch. Das kostet 5 Euro im Monat, könnt ihr jederzeit kündigen, ja, ihr könnt auch sagen, nur einmal zahlen, direkt kündigen, keine Kündigungsfrist oder irgendwas. Und ihr seid einfach ein Sub, habt dann das Abo hier im Kanal und könnt zum Beispiel auch unsere ganzen Emotes im Kanal nutzen, im Chat. Aber primär ist das natürlich ein Unterstützungsmodell für uns. Und ist für uns eben auch sehr viel wert, weil wir haben einfach eine Zahl, mit der wir rechnen können. Wir haben ja Mitarbeiter, wir sind ja zu 7 hier. Wir machen das alle hauptberuflich, wir leben alle von Bonjwa. Und wenn wir halt Zahlen haben, mit denen wir rechnen können, wie zum Beispiel so eine konstante ZAP-Zahl, die hoch und runter geht, dann ist das für uns eben auch einfach extrem viel wert, diese Planbarkeit. Dann könnt ihr neben dem Sub, für den ihr extra nochmal Geld ausgibt, könnt ihr euer Amazon-Konto mit Twitch verknüpfen, wenn ihr über den Dienst Amazon Prime verfügt, sowieso. Weil Twitch ist eine Tochterfirma von Amazon. Und ja, wenn ihr sowieso Amazon Prime habt, könnt ihr es verknüpfen mit Twitch und dann habt ihr Twitch Prime. Ja? Und dann könnt ihr dieses Abo for free zusätzlich einfach raushauen. Einmal im Monat. Das automatisiert sich, das ist nicht automatisiert, das wird nicht jeden Monat wieder uns gegeben, sondern oder irgendjemand anderen, sondern es müsst ihr jeden Monat wieder aufs Neue machen, deswegen immer die ständige Erinnerung. Haut diesen, wenn ihr den habt, den Twitch Prime Sub einfach bitte bei uns rein und dann sind wir alle happy, weil für uns zählt er genauso wie ein normaler Sub.
Falls ihr ultimativ reich seid und überhaupt dann noch immer nicht wisst, wohin mit eurem Geld, könnt ihr natürlich auch ein bisschen Trinkgeld geben. Gerade läuft ja, wie gesagt, die Crowdfunding-Kampagne für die Bon Jovi Fight Night in Age of Empires. Geil. So, alles super Wege, um uns zu supporten. Danke, Leute. Das war's mit der Partner-Ecke. Abschauen gewunken, ich winke. Das war's mit der Panecke. Das war's mit der. Und jetzt werde ich Benjamin Blümchen Subs und Trink. Oh mein Gott, was ist da denn passiert? Okay, jetzt ein bisschen eskaliert, Leute. Oh oh. Subs und Trinkgelder vorlesen. Währenddessen werden Hamu, Matteo und Leon jetzt in den, also primär eigentlich Hamu, die anderen. Eigentlich nur Hamu. Tun so ein bisschen so. Ja. Werden wir jetzt Fragen entgegennehmen und nach dem Subs, die noch 10 Minuten lang beantworten, schreibt diese Fragen bitte @bonjwa oder @hamuchen. Ansonsten werden sie einfach eiskalt ignoriert. Okay, es ist hier gerade ein bisschen am Eskalieren. Es geht los. Achtung. Es geht los mit Mr. Dahalla für 15 Monate, der schreibt toll. Zarilo für 12 Monate, Gandhi für 5 Monate, schreibt Huskale sind OP, Pogchamp. Ja Mann, Goten, wir spielen Goten, Son Goten. Graf Dukula, 2 Monate, schreibt ausgesprochen, wird der Nick Graf Dagjula. Dagjula. Ja, sehe ich. Okay, Graf Dukula, vielen Dank. El Nazca für die Aufklärung. El Nazca hat gesubbt für 20 Monate. Adrenaline 86 für 11 Monate, schreibt 11 mal 11 gleich schwere Mathefrage. 11 mal 11. Matteo, wir brauchen dich. 11 mal 11. 21. 121, oder? Ist nicht 100? Ha, war schneller. Torbibi, 34 Monate. Tyras, 14 Monate. Schreibt the same procedure as every... Active Rage, 17 Monate. Sanasak, 20 Monate. Schreibt Heyna. Gikal, 6 Monate. Jan Tenner, 23 Monate. Stefan Westside, 24 Monate. Rezaro, 12 Monate reingesubbt. Milosch Kiet für 29 Monate mit einem Tier-3-Sub. Das ist der richtig dicke für 25 Euro. Schreibt... Ihr seid einfach geil. Danke für den nice Content, den ihr schon so lange abliefert, kleiner 3. Sweeks für 6 Monate gesubbt. XDX Altur, 14 Monate, schreibt, das bin ich, Mann. Ja, sorry. Bester Moment. Skorka, 15 Monate. Marspira, 22 Monate. Shiva Devi, 14 Monate, schreibt, danke. Kater Kante, 30 Monate, schreibt, Fischers fressen Fritzes Fischers Fische. Milton Future, 4 Monate. Froggy Orange, 37 Monate. Schreibt, Respekt geht raus an Andy für diesen grandiosen Zusammenschnitt der letzten Woche. Ohne Mist. F. Nochmal F in Chat für Andy. Mit F. F, bitte. Smokey Doki, 9 Monate. Schreibt, Bonjwa Baby. Bodesh, 2 Monate. Schwefelseite, 4 Monate. Rathering Love, 11 Monate. Schreibt, nur perversen Kram, den ich nicht laut vorlesen kann, aber lieb sie trotzdem. Gnarkator mit einem Tier-2-Sub für 23 Monate. Sainak für 28 Monate. Deifel für 2. Minus 3 Natsus, 38 Monate. 78 Gramm bunte Knete, 13 Monate. Quatten. Mach mal die Tür wieder zu Maurice, es gibt gerade wieder Aussetzer. Quatten, 18 Monate, schreibt, hallo Jungs, alles Gute zum anderthalbjährigen. Hängematte, 100 Bits. Ey, warte mal, ich habe gerade festgestellt, ich kann die Pfeiltaste benutzen, um höher zu kommen. Krass. Hängematte, 100 Bits, schreibt Shoutouts an alle. Studio und Küche sehen top aus. Kamerabild sieht Hammer aus. Ton ohne Aussetzer. Danke fürs Bonjwa Entertainment. Pagop, 20 Monate. Quarkzeit, 19 Monate, schreibt Matteo, Frauenvernichter. Niklas, RTL-Vernichter. Beide unerfolgreich. Mr. Monoton, 12 Monate, schreibt, die letzte LAN brachte mich zu euch, da nicht mehr weggekommen. So wie Niklas bei WoW.
Zwinker-Smiley. Tomate, 30 Monate. Schreibt schon 30? Bonver really. Nee, Andi, 53 Monate. Andi, 53 Monate dabei. Comrade Katata-Fisch, 8 Monate. Schreibt yo. Erika, für 16 Monate. Schreibt hey, was geht? Gravada, 3 Monate. Ego, 26, 7 Monate. Tolli, der zweite, oder Doppel-L, für 3 Monate. Greel S, 15 Monate, schreibt, bin ich denn schon drin oder was? Jebel, für 22 Monate, schreibt 22. Hype, Desdemona, 4 Monate. Unzertodbarer, 6 Monate, schreibt 97X, Bam, the future of Rock'n'Roll. Echo, 30 Monate, schreibt, uff. XMX Master, 19 Monate. Dann haben wir 5 Euro Trinkgeld von L1MF für die Fight Night, schreibt Louis Stites, Pew Pew. Bitshifting Maniac für 7 Monate. Bond KI, 10 Euro Trinkgeld für die Fight Night. WC3 Fight Night, Next Blocks. Ja, aber er ist AOE2. Cookies for the Monster, 18 Monate. Maisie, bist du sicher? Hm. Hast du mal gefragt, oder? Maisie, 19 Monate, schreibt schon, was ist hier los? Murksmann 91, 13 Monate. AW102 483 hat uns 5 Euro Trinkgeld für die Fight Night dagelassen. 5 Euro für Fight Night übrig, schreibt er. Darkstery, 2 Monate gesubbt. AC Juicy, 50 Euro dagelassen für die Fight Night. Schreibt Raute FKK Bonver treffen. danke für die 50 Euro. Rome 2203, 5 Euro Trinkgeld für die Fight Night. Geile Sache. Prockstar, 5 Euro für die Fight Night. Hi, 5 Euro für die Fight Night. Rika, 10 Euro für die Fight Night. Nice. Doc Wolf mit Tier 2 für 4 Monate. Bleimaler, 50 Euro für die Fight Night. Baby. Real Lord Master, 30 Monate. Divi, 5 Euro für die Fight Night. Montaran, 10 Euro für die Fight Night. Kann man mal machen. Zirbelicious, nochmal 50 Euro für die Fight Night. Leute. Schreibt, schon Konfuzius sagte eins, Kokain ist gut, wenn man eine Fight Night veranstalten möchte. Oder war das mein Hausmeister? Egal, ballern. Leute, ich glaube, wir sind durch. Ich glaube, wir haben es, oder? Ich glaube, wir haben es. Ihr müsst jetzt kein Trinke mehr für die Fight Night, bitte. Wir haben es. Wir haben die 3K voll, sage ich jetzt einfach mal. Wir haben es, Leute. Wir haben es. Vielen lieben Dank, Leute. Wir haben es wieder mal geschafft. Nächste Fight Night wird starten. Kommt zustande. Wir sollten über 3K sein jetzt. Über 3K. Full HD, Leute. Full HD. Wir werden die AOE 2, die AOE 2 Definitive Edition Fight Night, der volle Fight Night Club findet statt. Geil, Leute. In Full HD. Geil. Ihr seid geil. Ihr habt es möglich gemacht. Ihr seid geil, Leute. Wer ist geil? Ihr seid geil. So. Dann geht's weiter mit Mono Malat, auch nochmal 5 Euro für die Fight Night. Mod Edge, 22 Monate. Legbrain, 68, 22 Monate. Le Brauer, 5 Euro für die Fight Night. Tobias Cage, 30 Monate gesubbt, schreibt danke. Silent, für 14 Monate, schreibt schon wieder einen Monat rum. Mav Brandy hat gesubbt. Omlight, 11 Monate, schreibt fast ein Jahr, das sind ja 2 Mark. PvP Only, auch nochmal 20 Euro für die Fight Night, schreibt, geht natürlich alles Geld rein, ja, alles, was gekommen ist jetzt, auch wenn es über 3K sind. Hoodie und Hose sind super bequem, danke, Raute Fight Night. Habo 2541 hat mit Tier 2 für 41 Monate gesubbt und schreibt, Twitch Prime ist kostenlos und unverbindlich, jeden Monat neu vergeben. PS Matteo, wann trägst du mal eine Mütze? Boonbert, 5 Monate, schreibt, gutes Konzept. Spielkind für 31 Monate, schreibt, hallo, ich bin noch da. Zijen für 16 Monate. Grakesh mit Tier 2 für 39 Monate, schreibt, Bonsoir mit Geld supporten. Wer macht denn sowas? Sharkhan 93 für 8 Monate, schreibt, dies, das, Ananas. Dr. Hossa für 2. Horst ABC für 17, schreibt, subben kann jeder, auch du. Mu. Hu hat, es reimt sich, Hu hat 3.799 Bits gecheert. Krass. Ich dachte Euro. Das sind 38 Euro ungefähr. Sick. 1 Pizza, 8 Monate gesubbt. Variable X, 21 Monate gesubbt. Horn hat für 2 Monate gesubbt. Schreibt, bin ich jetzt reich? Ja. Samra für 2 Monate. Marspirat hat einen Sub verschenkt an Planlos Kreativ. Pitzfiepe für 2 Monate schreibt, meh, bin ein Ziegenbock. Was? Stargazer, 5 Euro Trinkgeld, schreibt, ich mag AOE nicht so, aber Bonjour.
Okay, geil. Unreal Reaction hat 10 Subs in den Chat geworfen. Sick. Sick. Inhalten. Drehen. Geht hier nicht, ich habe keine Drehstühle. Durin 903 für 2 Monate. DEX Stream, 5,18 Euro. Volle Gönnung für solche Events. Lesonaria mit Tier 2 für 30 Monate. Rodeo, 5 Euro für die Fight Night. Wup, wup. Sijan, 50 Euro nochmal für die Fight Night. Adanos hat einen Sub verschenkt an Lichtschwinge. Wir sind voll. Crowdfunding ist voll, Leute. Ja, ist voll. Kovaleskaya für 21 Monate schreibt gegen RTL für mehr Bond war. 19er Niklas war seiner Zeit stets voraus. Auf jeden Fall. Kai Walker X hat gesubbt. JWR94 für 7 Monate schreibt hier, kauft dir ein dickes Eis davon. Sebi Ultimate, 18 Monate schreibt mehr Spiele mit Schmerz. Spiel mal in der Ränge. Divisator, 34 Monate, schreibt, ich liebe euch. Insane 137, 26 Monate, schreibt, vernichtet die RTL Group. Okay, das macht jetzt aber, das sind jetzt, Nein, das ist ein bisschen zu konkret, oder? D77 hat gesubbt. Creator oder Creator für 6 Monate, schreibt, Wombats machen ihre Häufchen in Würfelform. Das wusste ich. Cognition für 2 Monate schreibt, ey, jetzt aber mal ehrlich, ist doch super geil, was ihr macht, weiter so. Kornsberg, 17 Monate. Insane Fuse, 2 Monate schreibt, hi. Mine für 11 Monate schreibt, hi. Xerup für 29 Monate schreibt, jupp. Bitshifting Maniac, 5 Euro für die Fight Night. Let's get ready to rumble. Gandhi, 5 Euro. Und schreibt und schreibt und schreibt und schreibt. El Monolita für 25 Monate schreibt, wer sie sind. Z-Tab, 15 Monate. Tinkmaster Honex, 4 Monate. Schreibt, ist Trojan da? Benaga, 10 Subs verschenkt. Bam, Alter, voll in die Fresse rein. Kreuzritter, 27 Monate. Crayday, 13 Monate. Schreibt, Zeit für einen Bürohund namens Olaf. Und die Hillkarte für 17 Monate, Leute. Alter, vielen lieben Dank. Ist ein bisschen eskaliert. Danke. Wir haben das Crowdfunding voll. Oh, ich wollte gerade eine Rede halten, aber ich habe aufgehört zu klatschen. Okay, willst du wieder den Ofentimer stellen, damit es schön klingelt? Ich stelle einen Handy-Timer. Ja. Der Ofentimer ist nicht, der ist nicht reliable. Der ist nicht reliable. Hey, total. Der ist voll reliable. Der ist überhaupt nicht reliable. Wie ein Schweizer Uhrwerk. Okay, ich werde ihn mal testen nochmal. Mach mal Uhr und Handy, also beides. Okay. Und zu gucken, was hab's. So, wir beantworten jetzt 10 Minuten lang eure Fragen. Falls ihr noch unbeantwortete Fragen danach habt, dann stellt ihr einfach im Discord, im Frank-Channel. Und vielleicht gibt es irgendwann auch mal wieder ein Q&A. Wann macht Niklas mit Hand Showdown weiter? Vielleicht Donnerstag, vielleicht Mittwoch, weiß ich noch nicht. Kann man nur zu zweit spielen, ne? Und nee, hat Leon spielen. Oder Matteo Viert? Vielleicht auch Bock drauf, ist die Folgefrage. Oh, gute Frage. Also das Problem ist, die Zeiten sind halt überhaupt nicht kompatibel. Halt oft, ja. Aber vielleicht... Willst du mal eine Runde mit Hand spielen vielleicht irgendwann? Ich habe mir das mal einmal nur angesehen, als du mit Fabian Sigismund gespielt hast. Und dachte, das sieht schon lustig aus. Aber ich weiß halt nichts. Und ich glaube, du hättest keinen Bock drauf, dass es dann so Power nimmt. Klar. Ja? Das ist nicht so schwer zum Lernen. Das geht ja. Eigentlich easy. Ich würde dich einfach mitnehmen und shootest du. Egal, ob ich allein meine Charaktere verliere oder ob ich zu zweit verliere. Also diese Woche nicht, weil die haben schon mega voll, aber ich würde es mir auf jeden Fall mal ansehen. Ich Bock drauf. Okay. Ja. Okay, darf man Matteo beim Kommentreffen den Bart kämmen? Nein. Fass ich am liebsten gar nicht an. Ja, genau. Immer mindestens eine Armlänge Abstand. Wird jemand von euch auf der Dreamhack Leipzig sein oder Dream League Major nächste Woche? Ich nicht. Ich glaube keiner von uns. Ich glaube keiner. Nee. Wann kommt Turi ins Studio? Gibt es da irgendwelche Neuigkeiten? Wenn immer sie Bock hat. Genau, sie ist jederzeit eingeladen. Sie muss ja noch eine Pizza von dir bekommen. Ah, Mann, Hamu. Hamu, was denn? Nee. Nein? Okay. ja, aber... Ich habe sie auch vorhin gar nicht im Chat gesehen, dass sie da ist. Hat sie bestimmt nicht mitbekommen. Ich glaube auch nicht, ja. Ja, aber das... Ja, mal gucken, ne? Ganz schlecht dieses Jahr. Ganz viele Termine. Ja, es ist echt spät, ne? Ja, stell mal die nächste Frage. Ja, okay. ja, gut. Wann kommt Jenny? Ist die zweite Frage, die auch in dem Bereich kam. Mal wenn gucken. Sie Lust hat. Wo ist denn Jenny eigentlich?
Im Urlaub, wie immer. Richtig? Ja. Das ist nicht geplant aktuell. Gibt es gegen Trilux auch einen Wetteinsatz? Haben wir noch gar nicht überlegt. Haben wir noch nicht überlegt. Und ich habe jetzt auch nicht so Bock, weil der gewinnt halt wahrscheinlich. Aber ja, wir können ja spontan überlegen. Genau. Vielleicht können wir gleich Brainstorming machen, Chat, was wir als Einsatz machen. Nichts mit Haaren. Keine Haare, bitte. Nichts mit Haaren. Okay. Vielleicht fremde Haare essen. Alter, das ist das Letzte, was ich machen würde. Ich habe so richtig so eine Haarphobie, wenn ein einziges Haar. Wenn ein Haar im Essen ist, werfe ich alles weg. Bei der Kakerlake ist aber okay, ne? Kakerlake? Ich würde eher eine Kakerlake essen als ein Haar. Wirklich? Ja. Okay. Ja. Ich wollte eine Kakerlake. Ja, nicht eine lebende. Das ist ein neues Spiel. Haar oder Kakerlake? Okay, na gut. Das am Bahnhof. Wieso war Jwabon nicht an der LAN? Weiß ich nicht. War er doch. War immer hinter der Kamera. Wie macht es Matteo eigentlich, trotz dieser Frisur so gut auszusehen? Und welche Farbe haben... Ach nee, das beantworte ich nicht mehr. So. Danke für das Kompliment. Genau. kann man auch mal so euer Studio besichtigen, wenn man in Hamburg ist? Nein. Nee, das ist ganz schlecht, weil wenn hier Leute sind, dann machen die was. Und ja, da kann man nicht noch hier rumführen. Das ist unser Zuhause, wollen wir niemanden haben. Wurden die Hype-Trains wieder deaktiviert? Nee, ich glaube, die sind nur einfach sehr hoch jetzt eingestellt, korrekt? Genau. Wir haben die so eingestellt, dass sie nicht dauernd triggern. Weil genau, wir haben es maximal schwierig eingestellt. Also sie triggern so gut wie gar nicht mehr. Ja. Und per Default sind sie auch aus. Also sie sind nur an, während Niklas hier die Subs vorliest. Während wir euch richtig ausnehmen wollen. Genau. Und dann. Genau. Aber also heute wart ihr nicht spendabel genug, deswegen kam kein Hype-Train. Und wenn Matteo vielleicht Subs-Holes macht oder so, also nur dann aktivieren wir es und selbst dann kommt es nicht unbedingt, weil wir es auf maximal schwierig eingestellt haben. Ja, wir haben das heute besprochen und wir würden das gerne nur nutzen, wenn es den Content nicht stört. Also wenn es irgendeinen Nutzen hat im Content und nicht einfach so. Ja. Wird es beim Com-Treffen im November dann trotzdem die Liegestütz-Challenge geben? Ja, sicher. Klar, ist das für eine Frage. Glaube ich, ziehe mich aus dem aus der Competition mal zurück. Nee. Nein! Ja, irgendwann muss auch Son of Mars wiederkommen. Höchstens Son of Mars wird kommen. Son of Andy kommt, der hat gemeint, der trainiert. Stimmt, Son of Mars wird wahrscheinlich auch kommen. Ich frage mal. Er kommt nicht. Spiel ja mit dem WoW. Ja, aber der kommt ja nicht aus Hamburg. Ja, aber der muss kommen. Der kommt nicht. Der kommt. Ich werde ihn jetzt jedes Mal fragen, wenn ich ihn will. Ja, okay. Wird es ein. Aber wahrscheinlich spielt er so viel WoW, dass er jetzt. Mach es. Ja, spiel weiter mit dem WoW, das ist gut. Mach ihn weich. Wird es ein Crowdfunding geben, um Matteo eine Frisurtransplantation zu ermöglichen? Nein. Okay. War ja nur, also ich lese ja nur Fragen vor. Ja, klar. Ne? Gibt es Möglichkeit, die älteren Diablo 3 Runs von Niklas nochmal zu sehen? Wenn die nicht archiviert wurden auf dem ComTube-Kanal, also auf dem YouTube-Kanal, der von unserer Community geführt und verwaltet wird, dann wahrscheinlich nicht. Ja, einzige Chance ist wirklich die ComTube. Ja. Wie findet man die? Bonjour.de/comtube. COM. Gibt es auch einen Chatbefehl? Ja, genau. Oder? Nee. Nee, Chat nicht mehr. Keine Ahnung. Wolfschule schreibt aber, ist nicht auf der Comtube. Okay. Dann, sorry, so ist das, ne? Alles vergänglich. Habt ihr manchmal das Gefühl, es fehlt euch an Disziplin? Was ist das? Hey, wir sind mega diszipliniert. Nein, das ist jetzt ein Insider. Hä? Das ist ein Insider wegen meinem Abi. Ach so. Ach so. Na gut. Da beantworte ich es nicht. Okay. Wird es die Nachtschicht von Leon ab jetzt immer geben? Wir sind noch in der Versuchsphase. Genau, also die nächste Woche, also diese Woche wird es noch die auf jeden Fall geben. Und wir haben jetzt am Montag, also jetzt gerade eben vorhin besprochen und werden es auch nächstes Mal besprechen. Und dann, wie immer, am Montag den nächsten Plan bekannt geben. Eine Langzeitstudie, wir gucken, wie sich entwickelt. Der Verfallprozess. Werdet ihr mal einen Dreier-Stream mit dem Spiel For the King machen? Das habt ihr auf der LAN gezockt, ne? Mhm. Das war ganz cool. Ja, aber da muss irgendwie... Ach, ich muss sagen, ich hab's jetzt schon weitergezockt. Aha. Totgespielt. Ist halt echt ein gutes Couch-Koop-Game mit Kumpels. Das ist halt... Ich werde jetzt wahrscheinlich nochmal streamen. Gut. Okay, gibt's eine Sommer-LAN dieses Jahr? Kann sein. Wenn wir uns dafür entschieden haben, dann sagen wir es. Genau. Und wenn Sommer ist, weiß man ja nicht. Also es wird wahrscheinlich noch eine LAN dieses Jahr geben. Sag ich jetzt mal.
gibt auch schon ein Emote, aber das habe ich noch nicht hochgeladen. Aber wenn es einen Sommerladen gibt, haben wir schon ein Emote. Wie würde denn der mögliche Sommerladen heißen? Slan. 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 Slan, Digga. Slan. 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 Svetlan. Komm mal zu Slan. Svetlana. Ja, habe ich auch gedacht, aber nicht gedacht. Svetlana, Leute, das ist es. Die Sommerlein heißt Svetlana. Geil, oder? Oh Mann. Geil. Ja, prima hier. Ja, aber die anderen schützen. Achso, okay. Wann gibt es den nächsten Horrorstream? Puh. Das kann ich sogar fast sagen, weil es kommt ein Remake von Resident Evil 3 und Gino und ich wollen das spielen. Das heißt, also Leon wahrscheinlich davor ein paar Mal Horror-Streams machen. Nee. Nicht? Kein Bock mehr. Da gibt es keine guten Horror-Games. Achso, ja gut. Also auf jeden Fall spätestens zu Resident Evil 3 wird es einen Horror-Stream mit Gino mit mir geben. Wenn Gino dann noch in Deutschland ist, ne? Nicht, dass er abhaut davor. Ja. Okay. Ist Niklas eigentlich noch hyped auf WC3 Reforged oder hat die schlechte Beta seinen Hype gekillt? Okay. Ist aber ein bisschen weniger geworden, der Hype tatsächlich. Aber ich bin auch immer hyped. Ich habe auch meine Erwartungen ein bisschen runtergefahren, tatsächlich. Seit der Beta. Wollt ihr auch mal eine Spendenaktion über Better Place machen? Aktuell nicht geplant. Ja, nicht geplant, aber. Wir reden immer mal wieder über Charity Events. Aber ist noch nichts Konkretes. Noch nichts. Gut, dann, wann, achso, die wurde ja schon mal gestellt, kann ich euch einen Rucksack zum Unterschreiben geben? Ich habe da schon ein Autogramm von Onona drauf aus einer Gamescom, bevor es Bonjour gab. Kommt zum Community-Treffen, da unterschreiben wir gerne deinen Rucksack. Ansonsten wird es mit der Post schwierig. Ja, und wir sind außerdem, auch nicht so Unterschreiber. Genau, sind wir nicht so die richtigen Unterschreiber. Also Autogramm ist eher so ein Anhimmeln und wir wollen lieber auf Augenhöhe mit euch. Außerdem sieht meine Unterschrift scheiße aus. Ja, dann musst du dran üben. Ja. Aber nicht so, komm mal zum Community-Treffen, können wir es machen vielleicht. Auch nicht. So. Wird Niklas 2020 wieder versuchen, einen Elbzander zu fangen? Das ist eine gute Frage. Also es könnte sein, dass wir wieder ein paar Ausflüge machen dieses Jahr. Das ist auf jeden Fall noch ein Projekt, was mich noch nicht ganz losgelassen hat. Noch ein paar Gummifische versorgen. Okay, wann gibt es wieder Wissenschaftsvortrag von Maurice? Ich bin da gerade, also es gibt verschiedene Probleme, die ich sehe und ich muss mir erstmal klar werden, wie ich die löse. Darum gibt es aktuell keins. Probleme sind immer schwer. Ja, schwer zu lösen. Setzt ihr die Pflanzen irgendwann draußen aus? Die Pflanzen bleiben so lange hier, bis sie sterben. Sind nicht mein Problem. Oh, da, oh, es hat Alarm geklingelt. Oh. So schon 10 Minuten rum. Ja, das war's. Krass. Handy auch. Krass. Ist doch reliable. Ja, ist reliable. Komisch. Krass. Ja. Aber es tickt weiter. Ja, es muss noch zu Ende laufen. Weißt du, machst du, wenn du Marathon läufst, dann läufst du auch noch mal eine Runde. Ja, genau. Gut, das war's dann mit dem Briefing. Wenn ihr noch ernsthaft Fragen habt, geht bitte ins Discord, stellt sie dort. Ich habe ganz viele offen. Das heißt, falls ihr die noch mal wirklich beantwortet haben wollt, stellt sie gerne im Discord unter bonjour.de/discord. Ansonsten überlege ich, wann ich das nächste ausführliche Q&A mache. Kann sein, dass wir jetzt im ersten Quartal, also im nächsten Monat, noch mal eins machen. Steht aber noch nicht fest. Briefing ist jetzt vorbei. Jetzt übernimmt Matteo Pichopando. Yes. Tschüss. So, wir schauen uns jetzt gleich. Tschüss. 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 Wow.